sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Messebereich der Landeshauptstadt Graz begrüßen zu einer Informationsveranstaltung, zur ersten Informationsveranstaltung, die die Stadt Graz jetzt abhalten wird. Wir haben einen Gemeinderatsbeschluss gehabt im Gemeinderat, wo die Mehrheit des Gemeinderats damit einverstanden war, mit Informationsveranstaltungen nach draußen zu gehen. Ich möchte mich für Ihr Interesse einmal vorweg gleich ganz herzlich bedanken und möchte auch allen Persönlichkeiten, die in Verantwortung stehen, heute unter uns sind, vor allem jene Herren, die auch hier vorne mit mir am Podium sitzen, ganz, ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Es ist das Thema, das seit rund einem Jahr jeden Tag die Medien beherrscht. Es ist ein Thema, die Flüchtlingskrise, all das, was auf diesem Erdball passiert und immer mehr Menschen dazu zwingt, auch eine neue Heimat aufzusuchen, dass wir darüber reden. Präsident Kübel hat gesagt, es braucht drei Dinge, um dieser Krise zu begegnen. Das erste, was es braucht, ist eine Strategie. Das zweite, was es braucht, ist Information. Und das dritte, was es braucht, ist Begegnung. Nur dann werden wir diese enorme Herausforderung, die es für Europa, für Österreich und auch für Graz in der Form noch nie gegeben hat, auch annähernd meistern können. Ich bin froh, dass ich heute viele Expertinnen und Experten da habe, die Ihnen auch diese Information jetzt zukommen lassen. Es wird auch genügend Zeit geben, dass Sie heute zu Wort kommen, was auch ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß, dass all das, was Sie täglich aus den Medien entnehmen, all das, was Sie auch selbst erleben, das Fremde, das in einer Art und Weise jetzt zu uns kommt, in einer Dimension, die wir es noch niemals gehabt haben, zu Unsicherheiten führt. Und genau deswegen machen wir diese Informationsveranstaltung. Wir wollen Ihnen sagen, wie wir damit umgehen. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, weil mit all jene Menschen, die jetzt nach Österreich kommen, sind einmal Angelegenheit des Bundes und des Innenministeriums. Wenn sie dann wirklich angesucht haben und Asylbewerber sind, ist es Angelegenheit des Landes Steiermark. Und wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden ja damit quasi eh nur unter Anführungszeichen belastet. Wir müssen jetzt schauen, wie es dann auch wirklich funktioniert, wie Integration etc. gelingen kann. Mir ist es also ganz, ganz wichtig zu sagen, nein, das wird die Stadt Graz nicht tun. Weil die Stadt Graz im Vergleich zu vielen, vielen anderen Städten, aber auch gegenüber vielen anderen europäischen Ländern, immer schon ein gedeihliches Miteinander gesucht hat in einer ganz besonderen Art und Weise. Wir haben in der Landeshauptstadt Graz immer zwischen 150 und 160 Nationen, die hier leben. Sie müssen wissen, es gibt nicht einmal 200 Nationen auf diesem Erdball, und so können Sie davon ausgehen, dass die ganze Welt fast hier in Graz auch zu Hause ist. Sie müssen wissen, dass wir in Graz 100 verschiedene Religionsgemeinschaften haben. Sie müssen wissen, dass in österreichischen Städten, aber besonders auch in Graz, eben viele verschiedene Kulturen und viele verschiedene Sprachen und mindestens so viele Menschen miteinander zu tun haben. Und wir können uns den Weg aussuchen, wie es gelingen kann. Ich glaube, wir waren gut unterwegs. Wir haben im Bereich der Integration über die letzten Jahrzehnte viel getan. Und Gott sei Dank hat es in Graz nie so gebrannt wie in Paris oder in Holland, in einigen Städten, sondern wir haben ein relativ gedeihliches Miteinander. Dafür bin ich auch all jenen dankbar, die dazu beigetragen haben, und ich bin auch sehr dankbar all jenen Menschen, die weiterhin mithelfen wollen, dass das gelingen kann. Ich habe immer wieder Besuch im Rathaus, weil im Rahmen des Unterrichts die Neunjährigen ins Rathaus kommen, da haben sie das Fach Graz. Da kommen Sie zu mir, da hat mich einmal ein junges Mädchen gefragt, als ich aufgezählt habe, wofür wir zuständig sind: Herr Bürgermeister, was ist deine wichtigste Aufgabe? Und ich habe spontan damals geantwortet, das ist jetzt 3 Jahre her, meine wichtigste Aufgabe ist es, der Welt zu beweisen, dass es vielleicht irgendwo doch einen Ort gibt, wo dieses Miteinander von Menschen gelingen kann, auch bei all den Unterschieden, die wir in uns tragen. Und das hoffe ich, dass es da auch gelingen wird. Also wir beginnen jetzt mit einer Veranstaltungsreihe, um zu informieren. Wir werden Ihnen auch heute klar sagen, wo die Strategie der Stadt Graz selbst hingeht. Und es wird genügend Raum zwischendrin sein, damit Sie auch zu Wort kommen, damit Sie auch Ihre Ängste, Ihre Sorgen uns mitteilen, wo wir vielleicht auch fachkundig darauf Antwort geben können.
Wir haben ein Team zusammengestellt, das Ihnen unser Moderator jetzt auch gleich vorstellen wird. Und ich darf Sie herzlich noch einmal willkommen heißen. Ich freue mich auch auf die Diskussion und darf Ihnen den Herrn Dr. Neumann jetzt übergeben. Er wird durch den Abend führen. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Sie sehen hier auf dem Podium, wir haben ein hochkarätiges Podium. Die Herrschaften haben alle eine gewisse Expertise aus unterschiedlichen Bereichen zu dem Thema der Veranstaltung, Flucht, Asyl, Unterbringung. Wir haben die Veranstaltung, oder komme gleich dazu, so konzipiert, dass wir einen kurzen Einstieg vom Podium haben, dass Sie sich kurz vorstellen und was Sie machen, wofür Sie zuständig sind und dass Sie dann Fragen stellen können. Deswegen werde ich die Vorstellung sehr kurz halten. Zu meiner Rechten Herr Karl Lipitz, Leiter der Regionalbetreuung der Caritas Steiermark, der Leiter für die Caritas hier ist und uns erklären wird, was die Caritas im Asylwesen, in der Unterbringung tut, in der Steiermark, in Graz. Darauf folgend Stadtpolizeikommandant Brigadier Kurt Kemeter, der eben für die Polizei Graz heute hier sein wird und alle Fragen, die Sie vielleicht haben zum Thema Asyl, Sicherheit, Kriminalität, man kann ja die Zeitung nicht aufschlagen, ohne dass da irgendeine Schlagzeile kommt, in die eine oder andere Richtung, sehr vorbereitet ist heute zu beantworten. Vom Land Steiermark, der Dr. Kurt Kalcher, Asylkoordinator für das Land Steiermark, der sehr im Detail uns erklären kann und auch auf Nachfragen darauf eingehen kann. Wir haben alle nur die Bilder im Kopf von der Grenze, der steirisch-slowenischen Grenze und den Menschen, die da nach Österreich kommen, die teilweise weiterreisen. Und da war er sehr gefordert im letzten Jahr und wird uns einen Überblick geben und einen Ausblick für das nächste Jahr. Für das Innenministerium Magister Gernot Meyer, der den ganzen Bereich Asyl, Unterbringung uns heute näher bringen kann und in der Grundversorgung vor allem gefragt ist. Für die Stadt Graz, den Bürgermeister kann ich nicht näher vorstellen, aber auch der Stadtrat Kurt Honsinger, Integrationsstadtrat, der im zweiten Teil unserer Veranstaltung etwas über Bildung und Integration in Graz und wie das funktioniert, welche Projekte, teilweise Vorzeigeprojekte es da gibt, uns berichten wird. Ja, mein Name ist Alexander Neumann, ich bin vom Institut für Bahnsicherheitsforschung, ich bin Soziologe und arbeite in Graz zum Themenbereich ja, Asyl, Migration, Sicherheit, öffentlicher Raum, mache viele Bürgerveranstaltungen dieser Art, nicht immer ganz so große und bin auch gespannt auf Ihre Fragen. Ihre Fragen, Sie sehen da den Ablauf vom heutigen Abend, wir haben einen strikten Zeitplan uns überlegt, weil wir zwei Stunden geplant haben, 20.30 Uhr. Soll die Veranstaltung zu Ende sein. Sie kennen das vielleicht aus der Zeit im Bild, den Faktencheck. Sehr kurze Statements, Meldungen vom Podium über Ihren Bereich zu dem Thema. Es wird ungefähr 15 Minuten dauern. Jetzt dieser erste Teil, der Faktencheck, Analyse der Situation, also wo stehen wir heute. Und dann wäre Zeit für Ihre Fragen an das Podium. Dann machen wir noch einen zweiten solchen Faktencheck mit Fragen wieder an das Podium von mir, was denn konkrete Lösungen für die gegenwärtige Situation sind. Zunächst analysieren wollen, mit Hilfe Ihrer Fragen. Dann hätten wir noch Zeit für eine zweite Frage. Zu den Fragen, wenn es nicht ganz so einfach ist, in dem Raum haben, glaube ich, knapp 300 Leute Platz. Ganz 300 werden wir nicht sein, aber es ist nicht so einfach, das koordiniert über die Bühne zu bringen. Wir wollen möglichst viel Platz für Ihre Fragen geben. Sie sehen, wir haben eine Stunde eingeplant. Der Raum ist in vier Bereiche eingeteilt, vier Sitzbereiche. Das ist für Sie gar nicht so wichtig zu wissen, aber auf der Seite sehen Sie Herren in Anzügen mit Mikrofonen, die werden dann zu Ihnen kommen, wenn Sie sozusagen aufzeigen und sich melden wollen und eine Frage haben. Die würde Sie dann bitten, für mich, dass wir das zuordnen können, wir haben da einen Bereich 1, 2, 3, 4, also die Blöcke geteilt durch den Gang und einen Quergang. Und wir werden für jede Fragerunde eine Frage aus einem Block nehmen, dann aus dem zweiten, dem dritten und dem vierten, also vier Fragen sammeln, die ans Podium geben. Das Podium wird das nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und dann machen wir noch so einen Durchgang. Ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie aufstehen und kann der Kollege mit dem Mikrofon leichter zu Ihnen sich vielleicht kurz vorstellen, vielleicht aus welchem Bezirk Sie kommen und an wen der Herrn Ihre Frage gerichtet ist. Nachdem es zeitlich beschränkt ist, ich weiß, es ist schwierig, kurz und präzise die Fragen stellen, wenn möglich. Das war es schon von meiner Seite zum Ablauf.
Ich würde noch einmal dem Herrn Bürgermeister das Wort geben. Er hat schon angeschnitten in dem Eingangsstatement, Graz ist das Zuhause für viele Menschen. Viele Menschen sind im letzten Jahr und auch heuer nach Graz gekommen. Für manche ist die Situation noch ungewiss. Bleiben Sie hier? Wird es wirklich Ihre neue Heimat? Ist es eine Zwischenstation? Wie positioniert sich die Stadt dazu? Was ist die Strategie, die Ausrichtung der Stadt Graz, um mit der Situation umzugehen? Danke vielmals, ich mache es sehr kurz. Wir haben einmal in Graz ein paar Dinge, die stehen auch politisch außer Streit. Und dann gibt es ein paar Dinge, da ist jede Fraktion auch in die Gremien gegangen und hat ihre eigenen Meinungen dazu gebildet. Ich fange bei den Dingen an, die wir auch gemeinsam versucht haben klarzustellen. In der Stadt Graz sprechen wir uns seit geraumer Zeit dagegen aus, dass es Großquartiere gibt. Und wir haben auch dankenswerterweise, ich habe das noch vor, glaube ich, 2,5 Jahren mit Siegfried Schickwies auch mit dem Land Steiermark ausmachen können, dass wir gesagt haben, wenn es um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht, sollen die Quartiersgrößen maximal 50 sein. Wenn es um Familien geht, sind auch Einrichtungen bis zu 100 Personen denkbar. Wir haben auch versucht, das ist jetzt auch wieder ein bisschen meine persönliche Meinung, den Zugang in der Stadt nicht überborden zu lassen. Ich habe also vor einem Dreivierteljahr gesagt, ich glaube, dass Österreich von der Aufnahmekapazität in etwa 100.000 Menschen vertragen wird. Da haben mich viele belächelt und gesagt, wie kannst du sowas sagen? Heute wissen wir, dass das ungefähr die Größenordnung ist, die schon da ist und wo jetzt auch die Bundesregierung einmal sich committed hat und gesagt hat, das soll es in etwa sein. Ich habe damals gesagt, es ist auch schlimm genug, wenn es so einen Wettbewerb zwischen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gibt, wer hat es geschafft, dass keine in seinen Ort kommen, etc. Wir fordern von allen Menschen Solidarität ein und so haben es dann selber de facto nicht. Und ich habe gesagt, naja, es ist relativ einfach, wenn Österreich 8 Millionen Einwohner hat und wir ungefähr 80.000 Menschen da haben, dann sollte eigentlich solidarisch jede Gemeinde 1% der Bevölkerung übernehmen. Das macht konkret in Graz bei 300.000 Menschen, die wir sind, eine Zahl von 3.000 Menschen aus. Über das werden Sie heute dann ja auch noch einiges hören. Wir haben seit Jahren versucht, weit über das gesetzliche Ausmaß hinaus und die Zuständigkeiten hinaus, das Thema Integration zu leben und zu fördern. Wir haben einen Integrationsstadtrat, das war auch schon vor Jahren eine klare Forderung des Gemeinderates, der Bürgermeister. Ich persönlich habe das damals auch übernommen. Mittlerweile haben wir einen Stadtrat. Wir haben gefordert, dass es sowas auf der Landesebene gibt. Wir haben gefordert, dass es sowas auf der Bundesebene gibt und heute gibt es das. Wir haben auch noch Forderungen, dass möglichst alle Menschen, die zu uns kommen, möglichst schnell in irgendeiner Form in einen Arbeitsprozess kommen, weil wir nicht wollen, dass Menschen, die zu uns kommen, sich keine Zukunft aufbauen können und den täglichen Gang zum Sozialamt eher lernen, als letzten Endes dann bei uns zu arbeiten. Wir haben das ausprobiert mit so manchen Projekten und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben es vor ein paar Jahren gemacht, wir haben ausgehängt, wer kann bei der Stadt helfen, weil es gibt ja ein paar Möglichkeiten zu arbeiten, auch als Asylwerber. Und da muss ich sagen, waren wir nicht überrascht, sondern wir haben es vermutet, dass ein Großteil jener Menschen, die zu uns kommen, sofort arbeiten will und arbeiten möchte und sich auch gemeldet haben für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche. Wir versuchen als Stadt Graz jetzt auch einen neuen Weg zu gehen, war nicht die Mehrheit unter den Fraktionen, aber es hat im Gemeinderat dann einen Mehrheitsbeschluss gegeben. Das heißt, wenn jetzt künftig jemand kommt, der nicht aus der Europäischen Union stammt, dann bekommt er bei der Anmeldung vom Hauptwohnsitz ein Dokument überreicht, mit dem er mal die Grundspielregeln des Zusammenlebens, unserer Gesetzeslage, unserer Gleichberechtigung von Frau und Mann und so weiter, einmal von jedem, der sich anmeldet, zur Kenntnis zu nehmen ist. Ja, dass also mal irgendjemand diesen Menschen auch tatsächlich sagt, wie wir unser Leben und unsere Gemeinschaft hier zustande bringen wollen, ist auch ein neues Modell. Wir werden sehen, andere Städte rufen schon an und erkundigen sich, ob sie das Dokument auch von uns haben können. In Vorarlberg gibt es das auch schon. Und dann versuchen wir natürlich möglichst zu fördern. Der Herr Stadtrat wird dann mehr dazu sagen, da haben wir viele, viele Integrationsmaßnahmen. Aber ich bin jetzt auch dankbar, wir wurden ja alle von der Dimension überrascht. Und das war wahrscheinlich auch bei vielen Menschen so händeringend und kopfschüttelnd, wie kann Bund, Land und Stadt in der Form vorgehen. Auch wir mussten uns erst zusammenraufen und ich habe durchaus Verständnis gehabt, dass wenn es plötzlich zigtausende Menschen sind, die kommen, die haben auf der einen Seite mit Transit weiter transportieren müssen, auf der anderen Seite unterzubringen, dass auch manchmal
Maßnahmen waren und hat zum Beispiel Großquartiere gemacht. Wir lösen sie auf, bestes Beispiel Schwarzl Freizeitzentrum. Aber wenn mal Tausende kommen, ist es auch leicht, dann wirtschaftlich zu diskutieren, als tatsächlich dann die Verantwortung zu haben und das umzusetzen. Mittlerweile marschieren wir wirklich, wenn ich sagen darf, gemeinsam, auch strategisch sind wir unterwegs. Es gibt noch ein paar Wünsche, zu denen komme ich vielleicht später, die ich mir vom Bund vor allem noch wünschen würde. Das sind gesetzliche Geschichten, aber es braucht eine Strategie. Ich glaube, wir haben jetzt einmal eine Größenordnung, wo wir auch wissen, wie wir damit umgehen können. Und wir werden Ihnen heute auch sagen, das ist die Zahl, und mit denen müssen wir umgehen. Wir wissen nicht, wie es in Europa in einem halben Jahr wirklich ausschauen wird. Es sind nach wie vor zumindest 60 Millionen Menschen, die woanders hinwollen. Es gibt auch viele Länder, die dazugekommen sind, Marokko, Algerien, denen wir gar nicht gerechnet haben. Und es ist halt auch leider so, dass durch die dramatischen Auswirkungen des Krieges manche Menschen aus manchen Krisenregionen ganz, ganz anders zu uns kommen. Da geht es nicht um einen fremden Kulturkreis, da geht es auch darum, dass diese Menschen traumatisiert sind. Und du musst, wenn ich so sagen darf, schon auf jede Person dann eingehen und auch wieder ein Maßnahmenpaket schnüren, wie man diesen Menschen dann auch helfen kann. Da braucht man nicht schönreden, da gibt es schwierige Themen, die sollen heute auch alle zur Sprache kommen, aber Sie sollen nur wissen, wir versuchen jetzt gemeinsam eine Strategie zu entwickeln und haben einmal auch Größenordnungen und Pakete vor uns, die wir abarbeiten können. Vergangenes Jahr war das mehr als schwierig. Herr Magister Mayer, es war schwierig, das ist Ihr Einstieg. Rückblick in das Jahr 2015, es sind schon ein paar Stichworte für Sie gefallen. Wie viele Menschen sind nach Österreich gekommen, wie viele in die Steiermark, wie viele sind dann in Graz geblieben. Viele sind auf der Durchreise gewesen, wenn man ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr zurückdenkt. Aus Sicht des Innenministeriums, Grundversorgung, wie schätzen Sie die Situation ein, wie stellen sich die für Sie dar? Ja, zuallererst möchte ich mich mal bedanken, dass das Innenministerium hier eingeladen worden ist. Und ich kann die Worte des Herrn Bürgermeisters nur unterstreichen, dass es im Grunde nur gemeinsam geht, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu lösen. Deswegen sind wir auch mit den Ländern, aber auch mit den großen, vor allem mit den großen Städten in einem sehr engen Kontakt. Was hat sich im letzten Jahr getan? Beziehungsweise eigentlich müsste man konkret sagen, was hat sich im letzten halben Jahr getan? Wenn ich die erste Hälfte des Jahres 2015 anschaue, dann ist es im Wesentlichen so verlaufen wie die Jahre davor. Das heißt, vor ungefähr einem Jahr hatten wir pro Woche in etwa 120, 150 Asylanträge zu verzeichnen. Das hätte bedeutet, dass wir am Jahresende in etwa bei 25.000 bis 30.000 Asylanträgen zu liegen kommen. Mitte des Jahres gab es den ersten Anstieg, da sind wir dann auf 500, 600, 700 Anträge pro Woche gestiegen, was schon eine gewaltige Herausforderung war. Und Anfang September ist es dann losgegangen mit einem gewaltigen Anstieg und am Ende des Jahres sind wir dann bei genau 89.151 Asylanträgen zu liegen gekommen. Man darf nicht verwechseln, die Asylanträge, die bei uns gestellt werden, die Personen, die dann in Grundversorgung genommen werden, darf man nicht mit jener Gruppe verwechseln, die durch Österreich durchtransitiert sind. Also jene Personen, die nach Österreich gekommen sind und hier keinen Antrag gestellt haben, sondern dann Richtung Deutschland und weiter in den Norden gezogen sind. Das waren natürlich teilweise bis zu 10.000 pro Tag. Die Zahlen und die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Von dieser Gruppe haben sehr wenige im Grunde einen Asylantrag gestellt. Nichtsdestotrotz hatten wir dann Wochen dabei, wo wir in der Woche 2.500, 2.800, manchmal sogar über 3.000 Anträge pro Woche zu verzeichnen hatten. Diese enorme Entwicklung hat im Endeffekt dazu geführt, dass sowohl die Länder als auch der Bund keine Quartiere mehr anbieten konnten für alle. Und wir waren im Herbst, es war dann in etwa Oktober, November, in der traurigen Situation zu entscheiden zu müssen, wem geben wir die paar Plätze, die wir noch haben. Wir haben dann entschieden, wir machen eine Abstufung nach der Verletzlichkeit, nach der Vulnerabilität und haben nur noch Personen untergebracht, die entweder kleine Kinder dabei hatten, krank waren, schwanger waren oder wo sonst triftige Gründe da waren. Alleinreisende Männer haben wir dann eine Zeit lang gar nicht mehr untergebracht in Grundversorgungsquartieren, weil wir es nicht mehr konnten. Wir haben jetzt, so wie jedes Jahr, eine gewisse Delle. Die Monate Jänner, Februar, März sind immer die schwächsten Monate gewesen über die Jahre. Nur im Vergleich zum letzten Jahr stehen wir auch noch immer sehr hoch da. Zurzeit haben wir zwischen 800 und 1100 Anträge pro Woche. Also immer noch, das sind etwa 6- bis 7-fache von dem, was wir vor einem Jahr zu dem Zeitpunkt hatten.
Konkret haben wir im Jänner knapp über 6.000 Anträge gehabt, im Februar knapp über 5.000 Anträge. Wenn ich das fortschreibe, dann wird sich wohl die Zahl von 37.500 über das Jahr nicht ausgehen. Das kann sich im Grunde jeder ausrechnen. Wenn das Jahr so fortgeschrieben wird, wie es die letzten Jahre war, dann werden wir entsprechend mehr Anträge haben. Wie haben wir im letzten Jahr darauf reagiert? Wir haben in erster Linie darauf reagiert, indem wir auch Hallen angemietet haben. In der Steiermark ganz besonders prominent das Freizeitzentrum Schwarzlsee mit zwei Hallen. Es war von Anfang an geplant, dass diese Einrichtung nur über den Winter bestehen bleibt, bis in den März herein, weil der Eigentümer von Anfang an uns mitgeteilt hat, dass für den Sommer ein Betrieb als Flüchtlingsunterkunft von ihm keinesfalls möglich ist, weil er einfach andere Verpflichtungen hat. Diesem Plan entsprechend ist es uns jetzt auch gelungen, diese Einrichtung zu schließen. Also es ist jetzt aktuell kein Asylbewerber mehr im Schwarzlsee untergebracht und wir sind jetzt nur noch damit beschäftigt, dort das Material, das wir dort gelagert haben und das wir gebraucht haben, abzutransportieren. Um hier gleich auch Sorgen zu nehmen, weil unsere LKWs fahren jetzt aktuell in die Kirchner Kaserne, aber nicht um dort Asylbewerber unterzubringen, sondern weil uns das Bundesheer gnädigerweise gestattet hat, für die nächsten Monate dort dieses Material zu lagern, damit wir es, wenn wir es dann brauchen, woanders zum Einsatz bringen können. Aber die Kirchner Kaserne ist es uns hier gleich zu sagen, kein Platz, wo wir ein weiteres Quartier aufsperren werden. Zu den Gruppen, die kommen, müssen wir sagen, dass im Gegensatz zu den Ländern wir natürlich sehr starken Schwankungen unterliegen. Die Bundesländer sind hier konstanter unterwegs, weil ja die Übernahme vom Bund erfolgt. Wir sehen in einem ersten Schritt immer die Änderungen, die sich in der Zusammensetzung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber ergeben, unmittelbar. Wir haben auch die Herausforderung, dass bei uns die Leute ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kommen. Also wir haben auch um 3 in der Früh Familien, die wir einquartieren müssen. Und aktuell sehen wir, dass die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Fremden leicht rückgängig ist. Leicht rückgängig bedeutet noch lange nicht, dass es sich hier eine Entspannung abzeichnet. Wir sehen aber auch, dass wir die Zahl der Personen mit eingeschränkter Mobilität momentan am Vormarsch sind. Also Personen, die entweder im Rollstuhl sitzen oder sonst Probleme mit ihrer Motorik haben. Das ist eine Gruppe, die uns momentan drückt und drängt. Und ich kann hier auch in dem Zuge jetzt sagen, wir werden unsere Einrichtung in der Nordberggasse aktuell jetzt umdrehen für genau diese Verwendung, weil es eine der wenigen Unterkünfte ist, die tatsächlich barrierefrei sind. Also in der nächsten Zeit, solange dieser Zuzug hält, werden wir in dieser Einrichtung in erster Linie Personen mit eingeschränkter Mobilität unterbringen. Natürlich in Verbindung mit deren Familien, ist klar. Das bedeutet im Endeffekt, ein Drittel der Personen wird entsprechend eingeschränkt sein in ihrer Bewegung und 2 Drittel werden auch Familienangehörige sein, die mit diesen Personen gekommen sind. Die Herausforderungen im letzten Jahr hat uns auch im Endeffekt beschert, dass wir Mitte des Jahres 6 Betreuungseinrichtungen des Bundes österreichweit hatten. Aktuell haben wir 38 und ich gehe davon aus, dass die Zahl dieser Bundeseinrichtungen auch noch steigen wird. Im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen haben wir aktuell 1.700 Personen in Bundesbetreuung untergebracht. 6.000 sind es in etwa, wenn man Bund und Länder zusammenrechnet. Wenn man betrachtet, dass wir Mitte 2015, also im Mai haben wir es uns konkret angeschaut, Mitte 2015 in etwa 900 unbegleitete Minderjährige in ganz Österreich hatten und wir uns schon überlegt haben, im Bund-Länder-Koordinationsrat, welche Einrichtungen geschlossen werden müssen, sieht man, wie schnell sich die Situation ändern kann. Aktuell haben wir etwa 6.000, Tendenz immer noch steigend. Also die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, sind enorm und wir werden diese Herausforderungen gemeinsam mit den Bundesländern, aber auch gemeinsam mit den größeren Städten, um mit Personen, die die Verantwortung vor Ort in diesem Bereich tragen, gemeinsam lösen. Danke. Herr Dr. Karlcher, darunter gebrochen als Bundesland. Für die Steiermark, als Asylkoordinator. Ich habe das eingangs schon erwähnt, ich glaube, die Bilder werden uns allen nicht so schnell aus dem Kopf gehen von der Grenze. Im Spielfeld, wie hat sich für Sie die Situation entwickelt in der zweiten Jahreshälfte 2015 und für welche Herausforderungen steht das Land, speziell die Stadt Graz, im Zusammenhang? Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich zu diesem Thema. Unter der Leitung und Verantwortung der Landespolizeidirektion hat es bei uns in der Steiermark im vergangenen Jahr 2015
eigentlich von Beginn September weg. In Spielfeld 155.000 Grenzübertritte gegeben, in Bad Radkersburg 49.700, also etwas mehr als 204.000. Nur damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was sich da an der Grenze abgespielt hat. Ein Transportmanagement vom 16. November, das war einer der besonderen Tage, da waren in Spielfeld und in Bad Radkersburg gesamt 9.652 Migranten eingetroffen. Wir mussten sie transportieren. Das ist eine Aufgabe des Bundes unter der Verantwortung der Landespolizeidirektion. Aber da haben viele unten im Spielfeld mitgearbeitet, Bundesheer, Caritas, Rotes Kreuz, alle sogenannte NGOs. Wir haben mit 126 Bussen 6.500 Flüchtlinge transportiert. In 600 Zügen waren es 2.000 und 1.100 mussten im Spielfeld verbleiben. Jetzt ganz kurz zur Quote. Das ist so eine ganz besondere Themenstellung. Wir haben heute in der Steiermark aktuell 11.534 Asylwerberinnen und Asylwerber. Damit stehen wir im Bundesländerkonzert nicht am Stockerl, sondern an sechster Stelle. Also wir haben sicherlich noch Aufholbedarf, denn wir haben bei uns 845 Asylwerberinnen und Asylwerber noch nicht ordnungsgemäß untergebracht. Das ist ein Manko, also die Quote ist nicht richtig bei 100%, sondern bei 93,17%. Allerdings, und das ist, da wird sehr, sehr hart daran gearbeitet, die Leiterin des Landesflüchtlingsbüros ist unter uns, allein in der vergangenen Woche sind 125 Plätze wieder aufgefüllt worden. Also es geht, es ist nicht einfach, aber es ist ein fluktuierendes System. In Graz haben wir insgesamt 2.676 Asylwerber, ein Soll von 2.740, das heißt, wir haben 64 Asylwerberinnen und Asylwerber in Graz als Differenz ausgewiesen. Interessant auch die Aufteilung männlich-weiblich. Wir haben 66,8% Männer und 33,1% Frauen. Von den Altersgruppen auch nicht uninteressant. Erwachsene sind 1733 und dann Jugendliche mit 228, Schulpflichtige, die sind von 6 bis 15 Jahren 330, Vorschulalter 149 und Kleinkinder 118. Also nur damit Sie hier ein Gefühl bekommen, wer denn da ist. Und die Entwicklung der untergebrachten Asylwerber, heute sehr aufwendig berechnet im Landesflüchtlingsbüro, hat begonnen 2011 mit 870 und wir liegen heute bei 2.676 in Graz. Also das heißt eine gewaltige Steigerung und wenn man die Nationalitäten ansieht, auch hier eine sehr, sehr klare Aufstellung, Afghanistan in der Stadt Graz mit 852, die Syrer 416, Irak 398, die Russen mit 234, und erst dann die Iran mit 135 und wie es der Bürgermeister schon gesagt hat, eine lange Reihe von Nationalitäten werden hier anzuführen. Und bei einer Veränderung, auch das ist, glaube ich, sehr, sehr aussagekräftig. Afghanistan, also Leute aus dem Afghanistan, 194% plus. Syrien, 317% plus. Also nur damit Sie da wissen, dass es wirklich eine exorbitante Herausforderung ist, genau jene Asylwerberinnen und Asylwerber nicht nur in der Stadt Graz, sondern insgesamt in der Steiermark unterzubringen. Herr Dr. Kalcher, danke. Nachdem schon die erste Frage aus dem Publikum oder der erste Hinweis an eine Frage an mich herangetragen worden ist, ich würde trotzdem dem Herrn Stadtpolizeikommandanten und dem Herrn Lipitz von der Caritas die Möglichkeit geben, kurz sich vorzustellen und ihren Aufgabenbereich vorzustellen. Also noch etwas Geduld und der Auftrag an die beiden Herren, auf die Zeit zu achten. Herr Stadtpolizeikommandant, jetzt haben wir viele Zahlen gehört, immer eine gemerkt, 2.700 Asylwerber in Graz. Ich bin viel in Graz unterwegs.
Mir persönlich fällt auf, in den Parks, also wenn ich durch den öffentlichen Rauf bin, in den Parkanlagen, sieht man viele Gruppen, meistens junger Männer, herumzustehen, die natürlich alle verschillt oben Asylwerber in der Grundversorgung oder schon sozusagen hier angekommen in Österreich. Die Arbeit der Polizei hat viel damit zu tun, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum herzustellen, dafür zu sorgen. Wie gehen Sie mit der Situation um? Wie stellt sich für das Stadtpolizeikommando Graz sehr kurz die Situation mit den Asylwerbern und den Personen in Grundversorgung da in unserer Stadt? Danke, Herr Minister. Geschätzter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben eben gehört, es sind eben mehr Menschen jetzt in Graz. Man sieht mehr fremde Gesichter. Man muss eines sagen, von diesen Personen, die jetzt der Herr Oberkalker erwähnt hat, machen uns nur gewisse Gruppen polizeiliche Sorgen. Familien, die hier ankommen, speziell auch die Personen, die aus Syrien kommen, fallen polizeilich eigentlich kaum auf. Hier haben wir kaum Grund zum Einschalten. Unser Problem ist im öffentlichen Raum wirklich die Jugend in Form von diesen jungen Burschen, jungen Männern, die hier zu uns kommen ohne Familienanschluss, die hier eben im öffentlichen Raum untätig, wie es scheint, hier sich aufhalten. Und da haben wir wirklich Probleme, die wir tagtäglich eigentlich eben sehen. Sie treffen sich an bestimmten Örtlichkeiten. Das fällt natürlich auf in den Parkanlagen. Hier ist besonders der Bezirk Lent sehr gefragt. Beginnend vom Hauptbahnhof über Methofpark, Keplerstraße in den Volksgarten hinein, sind eben hier die Treffpunkte. Die gehen dann hin weiter Bezirk Ries, Kriegsplatz, Häuselmühlpark. Und natürlich jetzt auch wieder verstärkt im Stadtpark sind diese Personen zu sehen. Und hier muss man sagen, ist problematisch vor allem, wenn diese Jugendlichen unbegleitet eben und unbeaufsichtigt hier sich bewegen, denn wenn Alkohol konsumiert wird oder auch Suchtgift konsumiert wird, dann passieren eben gewisse Dinge, die schon auffällig sind. Die geringsten Probleme sind dann noch die Lärmbelästigungen der Anwohner. Aber es kann dann schon passieren, dass es vor allem zu tätlichen Auseinandersetzungen kommt. Wobei primär nicht jetzt vielleicht Österreicher oder hier Einheimische angegriffen werden, sondern im Gegenteil. Wir haben hier eine starke Konkurrenz zwischen den Asylbewerbern selbst, und zwar primär zwischen den Gruppen der Tschetschenen und den Afghanen. Hier hat es schon harte Konflikte gegeben in der Vergangenheit. In Wien hat es vorige Woche eben auch hier eine große Auseinandersetzung gegeben. Wir hatten am Wochenende in Graz wieder eine kleine, muss man sagen, hier im Häuselmühlpark, wo eben auch eine Tätigkeit war, die wo dann auch ein bisschen im Spiel war. Das passiert eben immer wieder. Diese Konflikte finden Gott sei Dank in letzter Zeit eben nicht in Massenbewegungen statt. So, und in der Regel muss man sagen, sind Unbeteiligte davon nicht betroffen, ist aber nicht ausgeschlossen, wie war das schon auch der Fall. Die sonstigen Delikte, wo wir Probleme registrieren, sind eben im Raubbereich teilweise. Hier wird Dein und Mein nicht entsprechend unterschieden, aber da geht es primär oft um Kleinigkeiten. Hier wird das Handy weggenommen einer Person. Und dass das ein Raub ist, das begreifen manche oft nicht. Diskussion kommen. Es ist jetzt mehr als eine halbe Stunde. Ja, dann gehen wir dann noch höher. Das zweite Problem, das ich erwähnen muss, ist natürlich die Drogenproblematik. Die spielt sich auch in diesen Parkanlagen ab, die ich bezeichnet habe. Hier sind es aber nicht nur die Afghanen. Hier treffen wir auch Nordafrikaner, Algerier, Tunesier, Marokkaner an, die hier Drogendienst betreiben, ebenso noch die Schwarzafrikaner. Bei den Eigentumsdelikten, die auch im städtischen Bereich, speziell als Ladendiebstähle, aber auch als Diebstähle in Lokalen und gewissen Aufbeinbrüchen zum Ausdruck kommen, haben wir auch in erster Linie von zugewanderten Algerier, Tunesier und Marokkaner hier als Täter Probleme. Was die sexuelle Belästigung betrifft, dann das bereits aufgeschlagen hat, auch in Österreich, müssen wir sagen, dass wir Gott sei Dank hier noch wenig registrieren mussten. Gott sei Dank, sage ich eben, weil hier hoffentlich auch durch die
Betreuung, die jetzt schon erfolgt ist, vielleicht hier positiv bewirkt wurde. Und das ist schon meine Übergabe an den Bruder Karin, dass eben Betreuung für diese jungen Menschen speziell, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dem man sich widmen muss. Ich würde es ja noch ein letztes Mal ganz ein klein wenig Geduld, dass wir auch dem Herrn Lipitz die Möglichkeit geben, die Aufgabe der Caritas kurz darzustellen, und dann machen wir die Fragenrunde. Erste Frage aus dem Teil, zweite Frage hier, dritte Frage hier, vierte Frage da schon im hinteren Teil. Herr Lipitz, bitte, die Caritas Regionalbetreuung. Geschätzter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Was macht die Caritas im Flüchtlingsbereich? Wir sind ja sehr mannigfaltig tätig. Wir haben im Prinzip vier große Bereiche, wo wir tätig sind. Erstens einmal die Beratungsprojekte, da gehört die Rechtsberatung und die freiwillige Rückkehrberatung dazu. Wir haben eine Integrationsabteilung, die eben dann greift, wenn Flüchtlinge einen Status zuerkannt bekommen, also Konventionsstatus erreicht haben oder subsidiär schutzberechtigt sind. Dann haben wir den Bereich der Flüchtlingsunterbringung, wo die Caritas in eigenen oder in angemieteten Quartieren, eben speziell in Kooperation mit der Diözese Graz-Seckau, ca. 1200 Personen in der Steiermark unterbringt. Und eben die Flüchtlingsregionalbetreuung, das ist meine Abteilung. Wir sind eben die Auftragnehmerin des Landes Steiermark. Wir bieten eben eine mobile Flüchtlingsbetreuung, eine Basisbetreuung in allen Grundversorgungsquartieren des Landes Steiermark an. Das sind ca. 10.800 Personen, die wir in Betreuung haben, in ca. 400 Quartieren steiermarkweit. Und somit bin ich eigentlich schon am Ende. Herr Neumann, Sie können dann weiterfahren. Ja, dann eröffnen wir jetzt den Frageteil. Die Herren, Dankeschön. Mit meinen beiden Kollegen gesprochen. Sie sehen da die Herren in den schwarzen Anzügen, den weißen Hemden mit den Mikrofonen. Wir fangen an in dem Teil mit einer Frage. Sie sind für den hinteren Teil vorgesehen. Bitte da die Dame in der schwarzen Jacke. Wir schauen, dass das Mikrofon zu Ihnen kommt. Und wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen und Ihre Frage und an wen am Podium die gerichtet ist. Ja, guten Abend. Mein Name ist Magister Dr. Dorner. Ich hätte eine gewichtige Frage, und zwar, da die Genfer Konventionen auch einen Satz immer drinnen und beinhalten, dass sich die jeweiligen Flüchtlinge oder Asylbewerber in dem jeweiligen Land so aufhalten sollen, dass sie nicht nur ihre Rechte in Anspruch nehmen, sondern auch ihre Pflichten wahrnehmen, fehlt mir da ein ganz gewichtiger Teil, nämlich, der geht sogar bis in die Schulen schon hinein, wo man erstens einmal mit den Lehrpersonen überhaupt keinen normalen Kontakt mehr bekommen kann. Da haben die männlichen Schüler schon, mit dir brauche ich überhaupt nicht sprechen, du bist eine Frau. Da gibt es Dinge, ja, Schweinefleisch wird überhaupt nicht gegessen und so. Also ich poche auf Rechte und auch auf Pflichten speziell. Und warum werden nicht gewisse Verordnungen bzw. Zwischenverordnungen, es fehlt einfach nicht an Gesetzen, sondern das haben wir immer schon da gehabt, aber es fehlt an Verordnungen mit dem Umgang, und das ist eine andere Kultur, die muss man natürlich anerkennen, aber so entstehen nämlich die ganzen Schwierigkeiten und die Symptomas. Sie sind ja nicht aus der Praxis, meine Herren, die da alle da sitzen. Und ich würde Sie gerne einmal hineinstellen in eine Schulklasse. Fünf Stunden am Tag da in so einer gemischten, wenn man so sagt, gemischten Klasse mal unterrichten lassen, sondern ich würde Sie einfach nur zuschauen lassen. Okay. Und da gäbe es noch sehr viele, also ich würde hoffen, dass man gewisse Verordnungen, weil es wird schon wieder, darf ich nur das dazu sagen, bitte, es ist schon wieder eine Schulreform in Gang, und das kann man alles vergessen. Es ist einmal wichtig, dass das Zusammenleben und dass Verordnungen geschaffen werden und dass das Ganze einmal richtig in Gang kommt. Und wir haben jetzt eine andere Situation, die war vor 10 Jahren noch nicht so, und die ist jetzt eigentlich primär zu
anzupacken. Frau Dr. Dorner, danke für die Wortmeldung. Sie nehmen die Frage mit. Wir machen 4 Fragen. Ich glaube, das ist eine Frage für den Stadtrat Hohensiedler, Bildung und Integration. Und er wird dann darauf antworten. Haben wir, bevor wir zur Frage hinten kommen, aus dem vorderen Bereich, ich glaube, da, wir haben da schon eine Frage von hier vorne, der Kollege. Bitte, ja. Wenn Sie vielleicht kurz vorstellen, aus welchem Bezirk Sie kommen und die Frage. Guten Tag, mein Name ist Eike Neuer, ich bin Student und wohne im Bezirk Jakomin. Meine Frage ist, wie viele Asylwerber und Asylberechtigte sind momentan in der Justizvollzugsanstalt Jakomin untergebracht? Okay, klare Frage. Jetzt haben wir noch eine Frage von der Dame noch von hinten und dann haben wir da von der Dame in dem Rollkragenpullover ist die 4. Frage und dann werden wir die 4 Fragen beantworten. Also erste Frage Bildung, Integration, 2. Justizanstalt Jakomini. Mal schauen, wer Antwort drauf weiß von den Herren. Aber jetzt Ihre Frage. Bitte kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Renate Hönig. Ich war 32 Jahre Lehrer in diesem System von 76 bis 2008 und habe dann freiwillig gekündigt. Und zwar genau angehend jetzt an das, was die Dame vorher schon gesagt hat. Ich möchte zum Beispiel nicht mehr in diesen Klassen unterrichten, weil wir haben in den 80er Jahren schon diese Problematik gehabt, wozu die Bundesregierung damals schon nicht in der Lage war, die Sache in den Griff zu kriegen. Aber ich lege mich jetzt nicht weiter auf das fest, weil die Dame hat das sehr gut zum Ausdruck gebracht. Ich möchte mich gerne den Caritas-Spezialisten widmen. Mein Beiname, und ich hatte über Jahre hindurch die fälschliche Annahme, dass die Caritas tatsächlich eine humanitäre Organisation ist. In meinen Augen, mittlerweile, ist sie eine Flüchtlingsindustrie geworden. Und zwar die Caritas. Und zwar ganz eine gezielte Frage. Und zwar, ich kann sie mit Fakten belegen. Wie können Sie es vertreten und verantworten, dass Menschen, Österreicher, die noch bereit sind, tatsächlich etwas beizutragen, dass nämlich traumatisierte Kinder eine Unterstützung und eine Förderung von uns Österreichern bekommen. Es kam eine Freundin von mir aus Feldbacher Gegend zu Ihnen nach Graz, zu einer Sitzung. Und ich bin jetzt so wütend, weil Sie oder Ihre Angestellten, 20 Leute waren bei der Sitzung, und sie wurden gefragt, wo sind die traumatisierten Kinder? Ich möchte gerne mit diesen Kindern arbeiten. Sie waren nicht in der Lage, nur irgendeinen Standort zu sagen, wo diese Kinder untergebracht sind. Und jetzt, nein, und jetzt frage ich Sie. Ich frage Sie. Sie haben eine Freundin. Insofern vertröstet, in 14 Tagen wird sie eine Antwort bekommen. Sie hat sie bis heute nicht bekommen. Und wissen Sie, was ich noch von Ihnen gerne wissen möchte? Und da hätte ich auch gerne an den Sicherheitsbeamten insofern eine Frage gestellt. Warum müssen Österreicher, die wirklich eine Unterstützung in dieser Welle, in dieser Wahnsinnswelle, die uns die Bundesregierung eingebrockt hat, eine Schweigepflicht unterschreiben, dass man bei der Caritas arbeiten muss? Das heißt, wenn ein Österreicher irgendein Kind betreut, muss er vorher einen Vertrag unterschreiben, der zu einer Schweigepflicht all das, was passiert, im Rahmen dieser Caritas geschickt. Und genauso, und ich sage keine Namen, weil das ist mittlerweile in Österreich schon etwas sehr heikel. Warum müssen, und ich war Lehrer, ich weiß, was Schweigepflicht hat, aber ich bin aus dem System draußen. Warum müssen Polizisten, warum müssen Menschen schweigen zu den Situationen, die bei uns zugehen? Okay. Von der Dame in Wolter, ich weiß nicht, ob Sie auf den Einzelfall eingehen können, vielleicht ist nachher im Gespräch noch die Möglichkeit, auf den Einzelfall einzugehen, aber systemisch was dazu sagen, wie die Karre das agiert. Bitte, 4. Frage und dann die Antworten und dann machen wir noch eine Runde Fragen. Danke, mein Name ist Renate Woy, ich bin Therapeutin, ich arbeite an der Universitätsklinik in Graz. Meine Freundin wurde letztes Jahr im Advent am Schlossberg brutal zusammengeschlagen von einer Gruppe Afghanern. Sie ist am Boden gelegen, sie war ohnmächtig,
Sie wurde getreten. Sie hat jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie kann nicht mehr arbeiten gehen. Sie war bei uns 3 Tage lang auf der Klinik. Und ich möchte wissen, wie Sie so etwas in Zukunft verhindern. Erste Frage, Bildung und Integration. Wie ist das möglich? Wie ist da der Ansatz der Stadt Graz? Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Wir haben angefangen mit dem Faktencheck, da möchte ich auch einige Zahlen liefern. Ja, wir haben ca. die Hälfte der Kinder in Graz im Pflichtschulbereich mit Migrationshintergrund bzw. mit nicht deutscher Muttersprache. Nein, es ist nicht so, dass jedes zweite Kind nicht Deutsch sprechen kann. Wir haben von allen Kindern in etwa 20% Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben. Das heißt, nicht Deutsch als Muttersprache ist nicht gleichzusetzen, dass das ein Problem ist. Das ist ab und zu auch wirklich ein Vorteil, weil die Kinder, wenn sie aus dem Bildungssystem rauskommen, dann oft mehrsprachig auch fit sind. Bis zu 4 Sprachen werden gesprochen. Aber dazu komme ich dann bei meiner Wortmeldung, dass ich Ihnen die einzelnen Projekte auch sage. Aber was Sie angesprochen haben bezüglich Diskriminierung, da schauen wir ganz genau hin. Weil gerade in den Bildungseinrichtungen passiert die Herzensbildung. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Ich bin Selbstpädagoge und ich weiß, von was ich rede. Ich war vor meiner Zeit als Politiker in den Schulen unterwegs. Ich bin jetzt wöchentlich in den Schulen unterwegs und wir schauen in jede Richtung der Diskriminierung. Die Steiermark hat eine Antidiskriminierungsstelle und ich habe bewusst aufgefordert, auch über Medien, dass die umgekehrte Diskriminierung quasi zur Anzeige gebracht werden soll. Und wir sind jedem Hinweis nachgegangen und nach dem Aufruf haben sich 5 Personen gemeldet. Und ja, es waren Diskriminierungen gegenüber Österreicher, gegenüber Pädagoginnen und Pädagogen, aber die Diskriminierung gegenüber zugezogener Kinder bzw. Eltern ist deutlich höher. Aber ich sage Ihnen, dass wir ganz genau hinschauen und in beide Richtungen auch jeden Fall nachgehen. Wir haben vergangene Woche alle Leiterinnen der Schulen und auch der Kinderbetreuungseinrichtungen in die Gemeinderatssitzung so eingeladen gehabt. Wir haben diskutiert, eben auch über das Angebot gemacht, wenn es Diskriminierungen in diese Richtung gibt, dann sollen diese Diskriminierungen an uns weitergegeben werden. Mir war das wichtig, dass wir diese Diskussion vom Wirtshaustisch wegbringen und wirklich auf eine sachliche Ebene kommen. Und das ist gut angekommen. Wenn Sie Fälle haben, Sie waren mit der Wortmeldung, bitte, mein Büro steht Ihnen offen, Sie können mich kontaktieren. Ich werde jeden Fall weitergehen. Wir haben den Versuch gestartet, haben einen Aufruf gemacht und das haben sich über 4 Monate lang haben sich 5 Personen gemeldet. Aber wenn Sie noch jemanden haben, bitte weitergehen. Ich hätte noch einen Satz dazu gesprochen. Was gibt es da für rechtliche Konsequenzen? Danke, rechtliche Konsequenzen. Der Staat hat kurze Antwort. Der Behördenordnungen geschaffen und die sind überhaupt nicht im Blickfeld irgendwo. Ja, es gibt Schulgesetze und wenn Diskriminierungen passieren gegenüber Lehrpersonal, kann man schon Schritte einleiten. Die Antidiskriminierungsstelle geht jeden Fall nach. Es gibt ein Schlichtungsverfahren und es gibt auch Konsequenzen. Wir werden zu dem Thema nachher noch einmal kommen. Ich würde jetzt gerne die zweite Frage. Asylwerber in der Justizanstalt Jacomini, ich würde fast sagen Spezialfrage. Haben wir da Zahlen dazu? Kann das jemand beantworten? Eine konkrete Zahl kann ich hier nicht angeben. Die Justizanstalt Jacomini ist in Selbstverwaltung der Justiz und hat unmittelbar mit der Polizei nichts zu tun. Aber ich bin überzeugt, dass dort einige Asylwerber dort untergebracht sind, die in Graz Drogendeals begangen haben. Denn unsere Kriminalpolizei sperrt wöchentlich Personen ein und bringt sie hinter Gitter, die in Graz dealen. Also da sitzen sich einige, die in Graz mit Drogen gehandelt haben. Herr Lipitz, an die Caritas gerichtet. Natürlich, die Flüchtlingsmarinerie ist natürlich zu einem Geschäft geworden, aber die Caritas hat lediglich 10% der Flüchtlinge in der Steiermark untergebracht. 90% sind in privater Hand, 90% der Quartiere.
Das heißt, wir sprechen hier bei der Caritas von 1200 Flüchtlingen, die die Caritas selbst unterbringt. Ja? Und ich weiß nicht, bei mir war Ihre Freundin nicht, muss ich auch sagen, keine Ahnung. Ja, die Caritas ist groß. Wir haben ja zwei große Einrichtungen, wo die großen. Bitte, ja. Keine Ahnung, wo Ihre Freundin war. Zur Schweigepflicht. Natürlich, wenn jemand freiwillig mitarbeitet, muss er eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Das ist in jedem Betrieb so. Weil diese Daten sehr heikel sind, vor allem was Kind betrifft. Geben Sie den Herrn Liebitz die Möglichkeit, darauf zu antworten? Gar nicht. Die Daten sind eben sehr heikel. Das ist das Gleiche wie in einem Krankenhaus. Man kann einfach mit solchen Daten nicht hausieren gehen. Okay. Vierte Frage, wieder ans Stadtpolizeikommando. Thema Sicherheit, Überfall am Schlossberg. Der Vorfall am Schlossberg war wirklich sehr, sehr tragisch, muss man sagen. Hier wurde gefeiert, eben leider mit Alkoholkonsum. Und eine andere Gruppe, die sich dort aufgehalten hat, hat festgestellt, dass eben hier dieser Verlauf mehr störend ist, hat darauf persönlich Einfluss genommen und das ist dann leider eben von der anderen Seite mit enormen Tätigkeiten hier dann beantwortet worden. Wir suchen wirklich hier in diesem Film sofort 133 zu rufen. Es ist, glaube ich, wirklich das Beste, wenn meine Mitarbeiter hier in der Stadt kommen und diese Problematik hier versuchen, selbst als polizeilich in Angriff zu nehmen. Hier als Bürger selbst gegen eine Gruppe sozusagen einzuschalten, kann ich nicht empfehlen. Vertreten Sie uns eigentlich noch? Gesagt, bitte lassen Sie das Feuer aus auf Englisch. Und dann sind Sie verprügelt worden mit Ketten, mit Gürtelschnallen. Ich kenne diesen Fall, aber er ist mehr als tragisch. Das ist richtig, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich habe hier auch eine Broschüre, ja, die aufgelegt wurde. Ich komme im zweiten Teil noch dazu. Hier wurden Verhaltensregeln skizziert, festgehalten und die werden auch verteilt. Diese Dinge werden auch verteilt hier im Volksgarten. Hier werden Personen dort aufmerksam gemacht, in entsprechender Form, wie sie sich zu verhalten haben. Herr Stadtpolizeikommandant, eine Reaktion, die ich gleich aufgreifen möchte aus dem Publikum, war, weil Sie gesagt haben, 133 wählen. Hilft nichts. Können Sie das so stehen lassen? Will ich sicher nicht so stehen lassen, denn unsere Einsatzzeit, bis wir vor Ort sind, in dringenden Fällen, die ist sehr, sehr kurz. Will ich bitte hier unter 10 Minuten, meistens sogar im 2-3 Minuten Bereich. Meine geschätzten Damen und Herren, ich möchte ganz gerne ein paar Dinge sagen, damit das einmal von Anfang an klargestellt wird da vorne. Sitzen Persönlichkeiten, die haben weder den Flüchtlingsstrom nach Graz oder in die Steiermark oder nach Österreich eingeladen. Da vorne sitzen Persönlichkeiten, die mit dieser Herausforderung zu leben haben. Und jetzt komme ich zum Bildungsbereich. Ist mir wichtig, weil Sie waren Pädagogin, Sie haben dort das Handtuch geworfen, dafür habe ich durchaus Verständnis. Und warum glauben Sie? Jetzt sage ich Ihnen, warum. Lassen Sie bitte den Bürgermeister aussprechen. Jetzt lassen Sie aber wen ausreden. Bitte. Ist das, mir reicht's. Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Ja, wunderbar. Wir auch in vielen Dingen, das können Sie zwar glauben, aber deswegen sind die Probleme nicht weg. Bei Ihnen vielleicht, wenn Sie es uns heute sagen, haben Sie quasi Dampf ablassen. Wir stehen morgen vor den gleichen Herausforderungen wie gestern und deswegen kann ich Ihnen etwas sagen. Es ist dramatisch, dass im Bildungsbereich unsere Pädagoginnen und Pädagogen seit Jahren sich das alles gefallen lassen, dass sie de facto, ähnlich wie bei der Polizei, keine Rechte mehr haben. Aber das betrifft nicht nur die Schaden und Ausbildung. Gehen Sie doch heute einmal in Schulen und schauen sich an, was sich Direktoren und Pädagoginnen und Pädagogen auch von Eltern, egal aus welchem Land sie kommen, täglich anhören müssen. Dass wir heute so weit sind, bis zur Notengebung, wo wir nicht hingehören. So, jetzt wünsche ich mir so couragierte Persönlichkeiten, vor allem Frauen wie Sie, die das in ihrem Berufsfeld einmal aufgestellt hätten und gesagt hätten, das lassen wir nicht zu. Dafür haben wir eigens eine neue Antidiskriminierungsstelle geschaffen. Gott sei Dank fangen jetzt die Pädagoginnen und die Direktoren an, bei dieser Antidiskriminierungsstelle, weil sie vorher keine Ansprechpartner haben, das ist eine externe Stelle,
ja, eine Anzeige zu erstatten, und dann passiert was. Dann wird nämlich, ob das wirklich gelingt, der Vater, dem wird einmal klar gemacht, dass er mit der Pädagogin zu sprechen hat. Wir haben viele Fälle, da kommen Menschen zu uns, deswegen gibt es auch spezielle Aufklärungsprogramme. Ich würde nur zu Beginn einmal jetzt klarstellen, da vorne sitzt keiner, der mit der Situation jetzt zufrieden wäre oder der, wie es auch gesagt worden ist, irgendwas vertuschen möchte. Ganz im Gegenteil, wir wollen mit Ihnen in die Diskussion kommen und sagen, welche Herausforderungen wir haben. Da gibt es noch viel mehr Menschen als da, die da mitzuarbeiten haben. Das, was ich da fordere, und jetzt kommen wir mal zu den Forderungen, wo ich eingangs gesagt habe, ich wünsche mir vom Bund noch was. Ich komme gleich wieder dran, aber lassen Sie mich das sagen, damit Sie auch unsere Haltung verstehen. Ich kann Ihnen sagen, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne den umgehenden Abschluss von Asylverfahren und Abschiebung, wenn ein Asylwerber zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Dazu braucht es eine Gesetzesänderung. Ich wünsche mir, und wir tun sie gerade schon, spezielle verpflichtende Schulungsprogramme für männliche Asylwerber mit besonderem Augenmerk auf die Themen Gewalt und Sexismus. Eine ganz dringende Maßnahme, die wir verbessern müssen. Ich, bitte? Ob das was bringt? Ja, ich denke Ihnen, dass es in manchen Bereichen schon was gebracht hat, weil die sexuellen Übergriffe, Gott sei Dank, wurde heute schon gesagt, in anderen Städten, wo nichts gemacht worden ist, stärker sind als bei uns, in der sie de facto oder Gott sei Dank noch kaum vorgekommen sind. Ich wünsche mir, das ist auch noch nicht passiert, dass die Abschiebung in Österreich nicht zu einer Farce wird. Wir haben den Paragraph 58 Absatz 2 des Fremdenpolizeigesetzes, wo ich vorher jemanden informieren muss, dass er in 14 Tagen abgeschoben wird. Der wird natürlich nicht da sein, solange wir eine solche Gesetzgebung haben. Fühlt sich, wenn ich so sagen darf, auch der Polizist, der dorthin geht, papieren, weil er trifft ja sowieso niemanden an. Und darüber haben wir noch eine verrückte Regelung, dass jemand, der keinen Boss mehr hat oder ihn nie hatte, in irgendein Land gar nicht mehr zurückgebracht werden kann. Und dann haben wir das Problem, dass die Herrschaften, die uns auf der Nase herumtanzen, noch immer im Land sind, als U-Boot im Land sind und wo dann Dinge passieren. Und das, was am Schlossberg passiert ist, möchte die Polizei schnell in Schutz nehmen. Die waren so schnell oben am Schlossberg, dass sie diese Herren auch noch verhaften konnten, zumindest einige von Ihnen. Das werden die Gerichte jetzt auch feststellen müssen. No, weil wenn jemand, egal woher kommt, seine Gürtelschnalle oder sonst was einsetzt, um Menschen, ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, dass sowas passiert, weil sie haben ein Feuer gemacht, sie wurden angesprochen von einer Gruppe, die oben gefeiert hat, es waren noch dazu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, und sind dann im Nachhinein von diesen Herrschaften brutalst misshandelt und verprügelt worden. Und es ist dramatisch, was da passiert ist. Aber ich kann niemandem die Garantie geben, dass Gewaltverbrechen nicht weiter ausgeübt werden. Ich kann auch leider niemandem sagen, dass solche Menschen nicht zu uns kommen dürfen. Das, was ich auch fordere, aber wo kaum zugehört wird, es gibt bei uns Menschen, die haben gar kein Recht auf ein Asyl. Ja, das wissen wir, und sie werden dann, wenn ich so sagen darf, auch bis zum obersten, also dreimal das Gerichtsverfahren durchgeführt. Wir haben einmal einen Vorschlag gemacht, der wird jetzt diskutiert, ob er jemals angenommen wird, weiß ich nicht. Wenn das erste und zweitinstanzliche Verfahren abgeschlossen ist, dann schicke ich ihn in sein Land zurück. Problem, manche Länder nehmen dich heute gar nicht mehr. Der Herr Putin zerreißt in Fragen seines Staates einfach Pässe und sagt, interessiert mich nicht. Wir haben nach wie vor in Europa, was ich nicht verstehen kann, kein Abkommen mit Marokko, ja, damit wir Menschen auch wieder zurückschicken dürfen. Wenn die einmal durch einen schlupfen, haben wir echt ein Problem, die nimmt uns keiner mehr und wir müssen dann damit umgehen. Dass sie das da auch einmal von uns hören, dass sie nicht so tun und vor allem auch Caritas. Ich sage Ihnen was, wenn die Caritas diesen Job nicht machen würde, dann hätten wir echte Probleme in unserer Stadt. Ja, sehr wohl, ich weiß, dass das Thema Flüchtlinge sehr viel mit Geschäftsgemachten zu tun hat. Ja, ich kenne Menschen, die mir gegenüber sich nur ungut über Ausländer geäußert haben, und zwar in einem Ausmaß, dass ich mich von ihnen schon abwenden musste, weil ich diese Verallgemeinerungen nicht will. In dem Augenblick, wo sie ihre Häuser teuerst vermieten haben können, waren ihnen diese Personen recht. Diese Verlogenheit auch bei uns ist zum Teil untragbar, das möchte man da sagen. Danke, Herr Bürgermeister. Ich würde meinen, dass wir noch eine Fragerunde schaffen. Eine Dame, wir fangen hinten links an, dann gehen wir nach vorne, hier vor zurück. Eine Dame zeigt schon sehr lange auf. Bitte.
Grüß Gott, Mose Maria, Sozialarbeiterin, auch mit dem Klientel von Arbeitend. Ich hätte eine Frage in Richtung Lösungsstrategien, Ansätze, weil die Zielgruppe der Jugendlichen ab 15 aus dem Bildungssystem völlig ausgeschlossen ist, also dem Regelbildungssystem, genauso aus der Erwerbsarbeit, so wie alle Asylwerbenden. Somit ist eine Begegnung wirklich nur durch Intentionen und Interventionen der Unterbringungseinrichtungen, Diakoniewerk, Caritas, engagierte Ehrenamtliche, was auch immer, ist momentan die einzige Möglichkeit, diese jungen Menschen, die unbegleitet nach Österreich kommen, zu Begegnung kommen, zu Bildung kommen. Und von meiner Ansicht her wäre das einmal ein wichtiger Schritt zu schauen, dass junge Menschen, die sowieso auf der Suche nach sich selbst sind, so wie Menschen in der Adoleszenz ohnehin, dass die mit einem Rechtsanspruch auch begleitet werden, in Regelsysteme wieder eingegliedert werden, die dann natürlich begleitet werden müssen, Schulungen der Pädagogen und so weiter, keine Frage. Aber dass da einmal Strukturen geschaffen werden, dass es leichter gelingen kann für diese Menschen, die man sonst im Stadtpark antrifft. Okay, danke für die Frage. Was tun die jugendlichen Asylbewerberinnen? Notieren wir als erste Frage, der Herr Stadter-Tonsinner schaut mich schon an, ich glaube, er wird sie beantworten. Jetzt nehmen wir noch von hier vorne, bitte eine zweite Frage. Der Herr, ich komme gleich zu Ihnen mit dem Mikrofon, dann kürzen wir den Weg ab. Bitte. Mein Name ist Hans Lösch, ich komme aus Straßgang. Und ich habe eine ganz konkrete Frage, welche im Zusammenhang mit mancher anderer, die schon gestellt worden ist, zu sehen ist. Und zwar, das ist eben die Vielsprachigkeit und die Schwierigkeit, sich ordnungsgemäß zu verständigen. Oder mit anderen Worten, der definitive Mangel an Dolmetschen, bitte, das ist kein Vorwurf, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, dass man sie herunterpflückt, sondern man muss sie wahrscheinlich Monate und Jahre lang schulen und mit der Materie vertraut machen, bis sie überhaupt in der Lage sind, ordnungsgemäß zu übersetzen. Bitte, welche Maßnahmen sind hier bereits ergriffen? Frage, Spracherwerb, Dolmetsch, ich glaube, das geht auch in die Richtung von Herrn Stadtrat-Hohnsinner. Hier vorne, ich komme auch wieder zu Ihnen mit dem Mikrofon oder der Kollege, können Sie, schafft man das da rein mit der Frage? Ja, grüß Gott, Martin, mein Name, ich komme aus dem Bezirk Bundigam. Ich hätte eine große Frage, und zwar dennoch, dass das Großquartier in der Kirchner-Kaserne nicht mehr gemacht wird. Wo kommen dann die sogenannten Kleinquartiere, wo werden die gemacht? In Bundigam wird dann gemacht, dann nehmen wir mal an, dass die tolle Bundigam wahrscheinlich keinen interessieren, wo das hinkommt. Und da hätte ich gern bitte Auskunft über das Ganze, danke. Okay, Quartiere, wenn ja, wo? Dritte Frage, aus dem hinteren Bereich hätten wir noch eine Frage. Die Dame im grünen Pullover. Ja, guten Tag, Tina Wirnsberger, ich bin Sozial- und Berufspädagogin und habe eine Plattform gegründet, wo Menschen, die sich eben für Flüchtlinge engagieren, Informationen bekommen haben, wie sie das tun können und wo ich auch Infos geteilt habe über das Gute. Und in der Tätigkeit habe ich einfach festgestellt, dass es ganz, ganz viele engagierte Menschen gibt. Und Herr Bürgermeister, Sie haben vorhin gesagt, Sie wünschen sich mehr so engagierte Menschen, haben dabei diese Dame hier hinten, die ehemalige Lehrerin, angesprochen. Es gibt ganz viele äußerst engagierte Menschen, die Lösungen erarbeiten, die sich einfach mit den Jugendlichen, der Herr Stadtpolizeikommandant hat es ja auch gesagt, die haben einfach oft keinen Anschluss, direkt beschäftigen, die schauen, dass sie eben unsere Werte vermittelt bekommen, die ihnen dabei helfen, in ihrer Ausbildung weiterzukommen, einen Job zu finden und so weiter. Meine Frage ist, diese Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren und da ganz, ganz wichtige Arbeit leisten, ganz, ganz wichtige Integrations- und Präventionsarbeit auch leisten, in welcher Form werden die von der Stadt unterstützt? Danke. Vier Fragen. Erste Frage, Bildung und Chancen am Arbeitsmarkt für jugendliche Asylwerber. Zweite Frage, Sprachen, Dolmetsch, Spracherwerb. Dritte Frage, Unterbringung, geplante Unterbringung. Vierte Frage, gibt es Hilfe für die, die helfen und die bereit sind zu helfen? Herr Stadter, ich glaube, die erste Frage, Bildung, Arbeit, Integration, das ist Ihr Fachgebiet. Also das ist eine ganz wichtige Frage,
weil das Bildungssystem, ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Frage gestellt hat, danke, erfasst ja die jungen Leute, die zu uns kommen, bis 15, damals sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten, aber so ab 15, 16 bis 25, das ist ganz, ganz schwierig und da braucht es Projekte. Es war leider auch ein Rückschlag, dass der Bund gesagt hat, quasi das Polytechnikum kann diese jungen Leute nicht unterstützen. Das war eine Bundesentscheidung. Wir haben auch hier versucht, durch Übergangsklassen einen Ersatz zu finden. Das funktioniert einigermaßen. Aber natürlich ab 16 ist dann eine große Lücke. Die Leute können erst dann arbeiten, wenn sie asylberechtigt sind. Aber wir wollen sie genau in dieser Phase, weil ein Asylverfahren dauert ca. 16 Monate, wollen wir sie natürlich nicht verlieren. Da gibt es jetzt Projekte, das war mein großes Ziel, dass wir für diese Gruppe der 15- bis 25-Jährigen auch was anbieten können. Ich sehe den Werner Miedl, der ist mit der Volksgartendrehscheibe da wirklich sehr aktiv dahinter. Ich habe ihn besucht vor einigen Tagen. Es gibt den Verein Heidenspaß, da war ich heute, und es gibt den Verein Omega. Da geht es um Basisförderung. Die Jugendlichen werden unterstützt im Spracherwerb. Die Werte und Pflichten werden vermittelt. Und wenn die Leute wirklich sehr fit sind, schnell fit gemacht werden können, haben sie sogar die Möglichkeit, auf einen Mangellehrberuf zu kommen. Die Volksgartendrehscheibe hat es geschafft, 4 junge Leute zu vermitteln an die Firma Grossauer und die sind bereits im Berufsleben aktiv. Die anderen jungen Leute müssen warten, bis sie auch den Status haben und dann gibt es die Möglichkeit. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man in dieser Zeit die Leute nicht verliert und hier gibt es schon einige Projekte, aber da sind leider noch zu wenig Projekte vorhanden, aber da sind wir dahinter. Was die Vielsprachigkeit betrifft, haben Sie vollkommen recht. Das ist eine Challenge, der Bürgermeister hat schon gesagt, wie viele Sprachen in Graz gesprochen werden. Wir haben aber schon seit Jahren einen Dolmetschpool eingerichtet, der über das Integrationsreferat und auch über das Gesundheitsamt unterstützt wird. Abwickeln wird das der Verein Omega und wir haben hier die Mittel verstärkt. Es gibt sehr viele Übersetzungen im Bildungsbereich, aber gerade Übersetzungen im Gesundheitsbereich haben sehr stark zugenommen. Unser großes Ziel ist es, dass wir nur am Anfang übersetzen. Weil das mittellangfristige Ziel muss einfach sein, dass die Leute selbst dann Deutsch können und selbst ihre Wege erledigen können. Nur am Anfang ist es grundlegend, wenn man ins Krankenhaus geht. Wir verstehen oft nicht das Medizin, Latein und wenn man jetzt aus einem anderen Land kommt, ist das ganz, ganz schwierig. Also das ist wichtig, wir haben die Mittel hier verstärkt. Gerade was den Gesundheitsbereich betrifft, habe ich Gespräche mit der GKK geführt. Na, an sich ist das Aufgabe auch der Gebietskrankenkasse, weil die gesundheitliche Leistung endet, finde ich, nicht, indem man Medikamente verschreibt, sondern der Patient muss auch verstehen, warum man die Medikamente einnimmt. Deswegen ist diese Übersetzung ganz, ganz wichtig. Was die Unterstützung für Ehrenamtliche anbelangt, da machen wir auch einiges. Ich war jetzt bei der zweiten Bürgerversammlung in Antritz mit dabei. Das war eine sehr sachliche Diskussion. 200 Leute haben da teilgenommen, direkt von der Nordberggasse. Sie kennen auch das Quartier. Und wir haben über das Integrationsreferat hier einen Raum bereitgestellt, dass die vielen Ehrenamtlichen, man muss wissen, dort sind 100 Menschen untergebracht. Und es gibt ca. 70 bis 80 Ehrenamtliche, die sich hier einsetzen. Und ich möchte ein großes Danke an alle Ehrenamtlichen geben. Wollen wir jetzt auch unterstützen, indem wir quasi Schulungen durchführen. Wir werden es über die Caritas laufen lassen, wo alle, die sich bei der Stadt Graz melden, einmal eine Grundschulung bekommen und dann werden wir diese Ehrenamtlichen an alle Institutionen, die Ehrenamtliche brauchen, weitervermitteln. Das ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf jetzt am Schluss meiner Wortmeldung, dass alle, die gerne mit unterstützen möchten, sich auch in meinem Büro melden können. Und ich glaube, das wäre dienlich für die ganze Situation. Danke. Danke. Für Verhältnismäßigkeit in Graz gibt es in etwa 115.000 junge Menschen, Kinder, die in die Schule gehen oder studieren.
Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sprechen wir von einer zurzeit einer Zahl von 220 Personen. Und darüber hinaus gibt es auch einige, die als unbegleitete Minderjährige zu uns gekommen sind und mittlerweile minderjährig, also die volljährig geworden sind. Da haben wir Problemstellungen und ich will Ihnen die Dimension auch hier im Saal einmal verdeutlichen. Wir haben rund 115.000 junge Menschen in Ausbildung, zurzeit 220 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Zur konkreten Situation, wie schaut es jetzt aus? Wir haben ja schon im Stadtgebiet verteilt rund 2.600 Personen. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es in den Bezirken weiter? Ich habe, wenn Sie wollen, auch die genauen Zahlen da, wie viele in jedem Bezirk untergebracht sind. Ich selbst wohne im Herz-Jesu-Viertel. Wir haben jetzt seit einigen Monaten in der Raimundgasse auch mit sehr viel Wirbel, aber einiges ausgehalten dort vor Ort, bis hin bespuckt zu werden von jemandem und anschnauzen sowieso. Wie kannst du das zulassen in unserer Nähe? Wir haben jetzt 48 Personen, die von der Caritas in der Raimundgasse betreut werden. Ich war, oder sind 42, sind es aber weniger, Entschuldigung, sind es 42 Personen. Ich war vergangene Woche mit Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks beieinander und die haben mich jetzt gefragt, wenn die Flüchtlinge endlich kommen. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass die schon seit Monaten da sind. Auch so viel zu den Aufregungen, die vorher oft da sind und wie wir es danach haben. Wenn die Badewanne übergeht, macht es einmal Sinn, den Zufluss zu regeln. Deswegen haben wir unser Hauptaugenmerk jetzt einmal darauf gelegt, dass nicht nur Österreich, sondern auch unsere südlichen Nachbarn Brüssel ausgerichtet haben, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen ist die Balkanroute im Moment, wenn ich so sagen darf, gesperrt. Das heißt, nicht weniger Probleme dann in Griechenland und in Mazedonien. Ich weiß auch nicht, wie es wirklich weitergehen wird. Heute durchbrechen das ja schon viele auch wieder. Aber Faktum ist, den Zufluss einmal zu regeln. Und das war auch uns in der Stadt Graz ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass Sie das auch hören. Wir haben jetzt einmal gesagt, wir würden gern wissen, über wie viele Menschen reden wir, weil wir müssen ja unsere Strategien, unsere Ressourcen einteilen und schauen, dass wir das in den Griff bekommen. Wir haben bis heute de facto in Österreich noch keine Regelung wie in Deutschland, ob die Städte, die dann letztendlich auch viel Arbeit zu leisten haben, eine finanzielle Unterstützung bekommen oder nicht. Ich war heute am Nachmittag gerade in Wien, komme vom Finanzminister und wir müssen im Finanzausgleich, der morgen in die nächste Runde geht, wieder regeln, welche Gelder die Länder und Gemeinden auch haben werden, um das, was da als Herausforderung auf uns zukommt, zu bewältigen ist. Und wir werden auch mit der Europäischen Union darüber reden müssen, wie die Staaten, die ihren Beitrag leisten, dann auch Geld aus der Europäischen Union bekommen, möglichst abgezogen von jenen, die in der Europäischen Union keine Solidarität leisten. Das ist ja ganz wichtig. Zur konkreten Verteilung. Die Republik hat uns angekündigt, wenn wir in der Steiermark und in Graz nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann muss sie von dieser neuen Regelung gesetzlichen Gebrauch machen und Großquartiere schaffen, weil die Damen und Herren, die verantwortlich sind, auch nicht wissen, was sie um 3 Uhr in der Früh dann mit Familien tun. Dann kam die Debatte auf in Wien, welche Kasernen werden nicht mehr gebraucht. Und nachdem die Kirchner Kaserne zum Verkauf steht, hat auch das Bundesministerium für Verteidigung dieses Areal angeboten. Es wurde ausgesucht vom Flüchtlingskoordinator in Übereinstimmung mit dem Bundeskanzleramt. Jetzt war die große Sorge da, kriegen wir ein großes Lager mitten in Jacobini, einem Bezirk, der, wenn ich so sagen darf, schon ein besonders viele Menschen auch beherbergt, die zu uns zugezogen sind, wo wir die sozial Schwächeren haben. Soll da so ein Großlager von 450 bis 500 Personen kommen, ja oder nein? Da können wir dann heute sagen, das wird nicht passieren. Der Ausschreibungsprozess ist ja schon im Laufen. Ich glaube, es war letzte Woche auch schon Schluss für alle, die mitbieten wollten. Die Stadt Graz wird über die Möglichkeiten, die wir im Flächenwidmungsplan haben, Vorbehaltsflächen machen, weil wir wollen, dass aus der Kirchner Kaserne große Teile zu Sport- und Freizeit- und Parkflächen werden und die werden festgelegt, das heißt auch jemand, der das erwirbt, wird dort nicht bauen können, sind sogenannte Vorbehaltsflächen und das haben wir im Gemeinderat schon ausgemacht. Das zweite große Problem war Antritz. Ich begrüße auch alle, die aus Antritz da sind, bis zum Bezirksvorsteher. Auch hier war die Sorge, kommt dort ein Großquartier oder bleibt es jetzt bei den
knapp 100 Personen, die dort sind. Sie haben heute gehört, dass das verstärkt auch für behinderte Menschen künftig zur Verfügung gestellt werden soll. Wir werden auch mit dem Bund gemeinsam schauen, dass wir die anderen Räumlichkeiten, die noch frei sind, mit der Stadt Graz, mit Jungfamilien und Stadtwohnungen künftig versehen werden. Ich glaube, das ist auch eine gute Durchmischung. Die Europäische Union hat uns im Moment auch gerade 5 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt, wenn wir interessante Lösungen finden. Vor allem junge Menschen sind auch bereit, sich einzubringen. Vielleicht auch mit den Behinderten kann das gut gelingen. Und dann bekommen wir auch einmal vielleicht 5 Millionen Euro Zuschuss bei einem Gesamtinvestvolumen von 6,5 Millionen. Aber auch in Antritt, einmal ganz klar, es soll bei den 100 bleiben, so haben wir es vereinbart. Es gibt noch eine Differenz zu den knapp 3000 Personen, die wir in Graz betreuen werden. Und diese Differenz wird mit einem sogenannten Verteilzentrum des Bundes jetzt künftig in Angriff genommen. Wir haben in der Herrgott-Wies-Gasse, für alle Bundekammer jetzt wichtig, in der Herrgott-Wies-Gasse hinter der Brauerei neben dem Grünen Kreuz eine Fläche, die auch besichtigt wurde und wo nicht 450 und auch nicht 250, sondern 150 Personen in einer Bundeseinrichtung künftig in einem Verteilzentrum betreut werden. Das bedeutet, dass diese Personen, die hierher kommen, später weiterverteilt werden. Das ist keine dauerhafte Einrichtung, wo Menschen wohnen werden, sondern es ist eine Einrichtung des Innenministeriums, die gleich wie andere Einrichtungen dann auch von einer sehr bewährten Firma betreut werden wird. Und damit werden nur 150 Personen dorthin kommen. Ja? Dass Sie das auch wissen, das ist das. Dann haben wir mit dem Land und dem Bund vereinbart, dass Graz keine weiteren Flüchtlinge jetzt einmal bekommen wird und auch wieder andere dran sind. Das ist die Vereinbarung, die wir jetzt auch mühsam gemeinsam zustande gebracht haben, dass Sie das wissen. Wir haben dann ungefähr 3000 Personen im Stadtgebiet von Graz und ich bin Bund und Land dankbar, dass wir das jetzt auch so gemeinsam machen. Danke, Bürgermeister. Wir haben jetzt noch eine knappe Dreiviertelstunde Zeit. Wir machen noch eine Fragerunde, am Durchgang werden Sie noch zwei wahrscheinlich sogar ausgehen. Ich würde jetzt noch kurz, weil die Herren sich darauf vorbereitet haben, kurze Fragen an das Podium stellen und wirklich kurz antworten, 2 Minuten, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Die erste Frage an den Stadtrat Kurt Honsinger. Die Arbeit geht jetzt eigentlich erst los und mit der Arbeit meinen wir Integration in dem Fall. Da bei der Recherche habe ich gelernt, Graz hat da Preise bekommen für ein Projekt zur Integration von Flüchtlingen, von Asylwerbern, von Migranten. Könnten Sie kurz umreißen, knapp, was die Prämissen einer guten, gelungenen Integrationsarbeit in Graz sind und wie wir das schaffen würden? Deutsche Kanzlerin, zu zitieren. Ganz kurz den Preis oder einen Preis hat das Projekt Mentorus bekommen, die Hohe Zeitl, die wir vorhin vergessen, wo es darum gegangen ist, 15- bis 25-jährige junge Menschen abzuholen. Das ist ein ganz tolles Projekt, aber auf die Frage angesprochen, wie es gehen kann. Ich bin ja verantwortlich dafür, dass die Integration funktioniert. Die funktioniert nur dann, wenn die Integrationsfähigkeit gegeben ist, und der Bürgermeister hat das schon angesprochen, die ist dann gegeben, wenn wir eine Obergrenze haben. Meine Perspektive der Betrachtung sagt einfach, diejenigen, die sagen, wir werden weitere 90.000 bis 100.000 Menschen aufnehmen können, diese Leute sind entweder naiv oder sozial kurzsichtig. Wir haben weder die Bildungsplätze noch die Arbeitsplätze und auch die Wohnversorgung können wir für weitere 100.000 Leute einfach nicht sicherstellen. Auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jene Menschen, die bereits hier sind, bestmöglich integrieren. Und Sie haben es angesprochen, die Stadt Graz war schon sehr früh hier unterwegs und hat Daten gesetzt. Im letzten Jahr haben wir eine neue Integrationsstrategie erarbeitet, die wir jetzt Schritt für Schritt umsetzen. Hier haben wir den Schwerpunkt auf die Bildung gelegt, auf den Spracherwerb. Ich werde ein paar kurze Beispiele bringen, nämlich der Spracherwerb. Da forcieren wir 3 Schienen. Die erste Schiene ist, dass wir die Kleinsten massiv unterstützen. Da funktioniert die Integration nämlich wirklich großartig. Wir schauen, dass die Kinder bereits im Kindergarten so deutschfit gemacht werden, dass sie beim Schuleintritt schon dem Unterricht folgen können. Ich war erst
letzte Woche in einem Kindergarten, das mache ich immer so, ich frage, welche Kinder im vergangenen September angefangen haben, ohne Deutschkenntnisse, und dann versuche ich einfach mit diesen Kindern zu sprechen, und ich bin begeistert, wie schnell die Kinder Deutsch lernen. Die saugen quasi die Sprache auf wie ein Schwamm, und ich möchte an dieser Stelle auch einen Dank an alle Pädagoginnen und Pädagogen richten, die wirklich eine großartige Arbeit Tag für Tag in dieser Stadt leisten. Und einen herzlichen Applaus. Das zweite Ziel ist natürlich die Schule, und ich gebe schon zu, Sie haben das hinten auch erwähnt, es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt wenn Kinder in die Schule möchten, die kein Wort Deutsch sprechen. Das ist für die Kinder eine Überforderung, das ist eine Überforderung der Mitschüler sehr oft und auch der Pädagoginnen und Pädagogen. Und hier haben wir in der Stadt Graz ein Projekt eingerichtet, wo wir quasi eine Schuleingangsphase haben. Die Kinder kommen nicht direkt in die Schule, sondern haben 3 Monate die Möglichkeit, sich auf die Schule vorzubereiten. Hier haben wir intensive Deutschkurse. Wir unterstützen auch, wenn Traumatisierungen vorhanden sind, und wir arbeiten auch mit der gesamten Familie, weil wir wissen, dass die Schule in anderen Ländern ganz anders funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass wir da einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, dass wir hier auch die Familie unterstützen. Und die dritte Zielsetzung liegt in den Erwachsenen-Deutschkursen, die wir massiv verstärkt haben. Wir haben gemeinsam mit dem Land Steiermark und dem österreichischen Integrationsfonds das Projekt Startpunkt Deutsch eingerichtet. Das haben wir vor 2 Wochen eröffnet. Da geht es darum, dass wir erstens die Deutschkurse in Graz massiv ausweiten. Das haben wir gemacht. Wir haben die Anbieter, die Kursinstitute, haben wir zertifizieren lassen. Das heißt, wir haben die Qualität gesteigert, und jeder, der in Graz einen Kurs in Anspruch nehmen möchte, muss seit 2 Wochen in die Reitschulgasse gehen. Dort wird sein Sprachstand erhoben, und er bekommt dann auch die passgenaue Empfehlung, wo er seinen Deutschkurs auch abhalten kann, beziehungsweise in Anspruch nehmen kann. Also diese 3 Schienen fahren wir, was die Sprachunterstützung betrifft. Und darüber hinaus, der Bürgermeister hat schon anklingen lassen, ist es uns auch ganz wichtig, dass wir auf die Wertevermittlung setzen. Hier haben wir seit Jänner in Graz Werte- und Orientierungskurse. Die wurden vom Integrationsminister Sebastian Kurz entwickelt. Wir haben unterstützen können schon in der Pilotphase im Dezember. Und diese Kurse werden jetzt wöchentlich abgehalten. Sicher, man kann sagen, das ist vielleicht zu wenig, die Stunden, aber es ist ein Anfang. Und wir vermitteln hier die Rechte, aber auch die Pflichten. Und ich möchte Ihnen eins sagen, ich glaube, die Integration kann gelingen, wenn sich beide Seiten bemühen. Wir dürfen nur nicht die aufnehmende Bevölkerung überfordern. Danke für die kurze Darstellung. Herr Mayer, ganz kurz, 1 Minute. Wir haben gehört, die Situation in Buntigam, ein Transitzentrum wird eingerichtet. Nach welchen Kriterien, nach welchem Kalkül geht das Innenministerium vor bei der schwierigen Frage, wo bringen wir die Leute unter? Das Innenministerium steht gemeinsam mit den Bundesländern hier vor enormen Herausforderungen. Wir können seriös zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viele Quartiere werden wir am Ende des Jahres haben. Das wird sich, also mit den Bundesländern vereinbart, immer nur daraus ergeben, die haben sich die letzten 3 Monate entwickelt. Aus dieser Rückschau versuchen wir, in den nächsten 2 Monate vorher in die Zukunft zu schauen. 2 Monate ist im Grunde nicht wirklich ein Blick in die Zukunft, aber recht viel weiter geht es nicht. Alles andere ist im Bereich der Traumdeuterei. Wie schaut es zurzeit aus bei der Suche nach Quartieren? Wir sind in ganz Österreich auf der Suche nach Quartieren. Es gibt zurzeit ein einziges Bundesland, das wirklich dauerhaft seine Quote erfüllt. Das ist das Bundesland Wien. Allerdings nicht deswegen, weil Wien so viele Quartiere schafft in Form der organisierten Quartiere, sondern weil einfach österreichweit Wien als Großstadt bei den Asylsuchenden, vor allem bei den Subsidiarschutzberechtigten und Asylberechtigten, halt einmal sehr beliebt ist. Deswegen kämpft die Stadt Wien genauso wie alle anderen Großstädte mit dem Zuzug. In den kleineren Gemeinden haben wir hier einen doch deutlichen Abzug. Wir haben immer noch sehr viele Gemeinden in ganz Österreich, die überhaupt keinen Asylwerber untergebracht haben. Dort ist unser Schwerpunkt im Grunde. Und wir versuchen hier einen möglichsten Ausgleich in ganz Österreich hinzubekommen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wir müssen die Quartiere auch angeboten bekommen. Das heißt,
Wir sind auch darauf angewiesen, dass uns Personen, die Eigentümer solcher Liegenschaften sind, an uns herantreten und bereit sind, für uns dort Personen umzubringen. Okay, danke. Ganz kurz, Dr. Kalcher, wenn die Personen dann in Grundversorgung in der Steiermark sind, dann sozusagen sind Sie mitunter dafür zuständig. Was ist da die Strategie der steirischen Landesregierung? Eine ganz einfache Strategie. Wir wollen durch kleine Quartiere eine Integrationsfähigkeit sicherstellen und auf jeden Fall in der Steiermark das Durchgriffsrecht des Bundes verhindern. Das ist die oberste Maxime, die wir haben, weil nur so ist es uns möglich, wirklich die Integration einigermaßen zu verbessern. Nur eines muss ich auch ganz offen sagen, wir sind derzeit noch in der Phase der Aufnahme. Wir sind jetzt so weit, dass wir wissen, welche Dimension die Integration haben wird. Und wenn Sie sich unsere steirischen Zahlen anschauen, weil es jetzt schon konkret werden kann, wir haben 287 Gemeinden in der Steiermark, wir haben 195 Gemeinden, die Flüchtlinge aufgenommen haben, das sind lediglich rund 68%, 92 Gemeinden und bis jetzt noch niemand, und wir haben ungefähr die Hälfte von 70 Gemeinden, die bis jetzt wirklich auch noch kein Angebot gelegt. Und das ist jetzt unser Geschäft, mein Geschäft. Wir fahren hinaus, wir reden mit den Bürgermeistern ganz konzentriert und ganz einfach mit viel Druck, dass wir in den Gemeinden die entsprechenden Quartiere bekommen. Wir haben über 800 Leute noch im heutigen Stand unterzubringen. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung. Wir informieren die Bevölkerung, wir versuchen Quartiere zu bekommen und das auf eine sehr, sehr intensive Art und Weise. Herr Stadtpolizeikommandant, noch ein kurzes Statement von Ihnen, bevor wir in die nächste Fragerunde gehen. Wir haben einen bedauerlichen Zwischenfall geschildert bekommen. Ich weiß, Sie können nie abgeben, dass nie wieder was passieren wird oder dass es weniger wird. Dennoch ist Graz, gemessen an den Kriminalitätszahlen, da kommt jetzt der Kriminologe durch, im Österreich-Vergleich, im internationalen sowieso eine sehr sichere Stadt. Das hat auch damit zu tun, dass in Graz unter anderem zwei Polizisten, die heute im Raum sind, der Werner Miedl und der Günther Ebenschreiger, ich würde nicht sagen Pioniere, aber sehr intensiv in der Präventionsarbeit tätig sind. Das geht so weit, dass Graz vom Innenministerium zu einem Modellstaat für die öffentliche Sicherheit geworden ist und da ein Schwerpunktprojekt gestartet hat zur bürgernahen Polizeiarbeit. Kurz zur Präventionsarbeit der Polizei Graz. Klar, man kann nicht alles verhindern. Was sind Ihre Ansätze, um mit der neuen Situation umzugehen? Ja, danke schön. Ich sage auch danke hier meinen beiden Kollegen, dass die so initiativ sind auf diesem Gebiet, denn das wäre der Ansatz. Vorrangig Prävention zu üben, das heißt hinzuwirken, dass nichts passiert, dass weniger passiert, dass hier Deeskalation stattfindet. Und die braucht aber auch Information, das ist einmal ganz wichtig. Und natürlich auch begleitende Projekte und verschiedene Projekte, um hier eben gerade im öffentlichen Raum Ordnung zu schaffen. Das Pilotprojekt ist jetzt im Volksgarten. Gerade im Bezirk Lent, habe ich schon erwähnt, ist hier doch ein sehr starker Zuzug von Fremden feststellbar. Und hier ist man gefordert, eben das Zusammenleben von Menschen so in den Griff zu bekommen, dass es absolut verträglich ist, dass es ein gedeihliches Miteinander ist. Und da sind natürlich nicht nur polizeiliche Maßnahmen des Durchgreifens gefragt, die müssen auch gesetzt werden, wenn es soweit ist. Aber davor ist es eben wichtig, diese Projekte zu haben. Und die Zusammenarbeit speziell mit dem Verein Sicherleben in Graz ist äußerst positiv. Wie gesagt, vorbildhaft in ganz Österreich. Hier findet wirklich vor Ort die Gespräche, die Gesprächsbasis wird gesucht, denn dort, wo die Probleme sind, das ist eben so wichtig. Und unsere Polizeibeamten unterstützen das auch. Denn es ist uns auch lieber, von vornherein einmal darauf hinzuweisen, dass etwas verboten ist, genauso wie im Präventionsbereich Eigentumskriminalität, darauf hinzuweisen, sich besser zu schützen, bevor man einen Schaden erleidet. Und diese verschiedenen Projekte sind auch teilweise hier in Broschüren nachlesbar, diese Tipps, die es gibt. Es sind 4 Broschüren schon aufgelegt worden. Das erste war gegen Tipps und Wissen, wie man sich gegen Einbruch schützen kann. Dann gibt es gegen Cybercrime hier auch eine Broschüre, genauso wie die neuen Betrugsformen, die eben auch hier übers Internet immer wieder jetzt zu finden sind. Und auch für die Jugend, Young and Smart, haben wir eine Sensibilisierung
durchgeführt im Umgang mit diesen neuen Medien. Also wir wollen in Graz das verstärken. Es gibt jetzt ein Pilotprojekt für ganz Österreich, wo speziell in 4 Bereichen in der Stadt jetzt versucht wird, auf diese speziellen Probleme einzugehen. Ein Teil bereits erwähnt Volksgarten. Ein Teil wird die Innenstadt auch sein, wo doch hier so viele Menschen zusammenkommen und hier eben auch Belästigungen einerseits und andererseits auch die Probleme des Diebstahls sehr stark da sind, Tricksdiebstahl, Taschendiebstahl und eben auch Geschäftsdiebstahl, also Diebstahl in Geschäften, Ladendiebstähle. Und hier versuchen wir auch hinzuwirken, um hier eine Verbesserung zu erreichen, in der Weise, dass wir weniger Gewichte haben und dann brauchen wir auch weniger Tun eigentlich. Okay. Danke für das Statement. Herr Liebitz, bevor wir jetzt in die Fragerunde gehen, kurz an Sie, es ist schon in einigen Beiträgen gekommen, wenn man Sie einbringen will, wenn man mithelfen will, in Form von Spenden ist klar an die Caritas, aber was für Möglichkeiten gibt es noch bei der Caritas in Graz selber aktiv zu werden? Ja, die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor sehr groß bei der Bevölkerung und zwar geht es vor allem darum, dass Menschen ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ja. Man kann im Quartierbereich sehr vieles tun, man kann bei der Freizeitgestaltung mitwirken. Natürlich suchen wir immer wieder freiwillige Personen, die Deutschkurse, sogenannte Basisdeutschkurse im Rahmen der Grundversorgung in den Quartieren anbieten können. Es werden immer wieder Leute für Begleitdienste gebraucht oder Personen, die Aktionen einfach planen mit den Flüchtlingen, vor allem im Bereich der Freizeitgestaltung. Weitere Informationen natürlich immer wieder bei der Caritas Freiwilligenmanagement und für die Dame da hinten zum Mitschreiben 0316 80 15 und 360 die Durchwahl. Da können Sie sich gerne noch einmal melden beim Freiwilligenmanagement und ich werde mich da auch darum kümmern und der Sache nachdenken, was da passiert ist mit der Kollegin. Gell? Okay, Dankeschön. Wir machen jetzt noch weitere Fragenrunden. Wir haben, der Herr im blauen Hemd sind der zweite für den Teil da vorne. Wir haben jetzt da eine Dame in der ersten Reihe, dann kommt der Teil. Bitte, wieder kurz vorstellen, woher Sie kommen. Danke. Ja, mein Name ist Redia Semi, aber ich spreche nicht als Bezirksrätin, sondern ich arbeite mit betreue und begleitete minderjährige Flüchtlinge und ich hätte eine Frage an Herrn Mayer. Was habt ihr für Strategien oder Gesetzregelung für Familiennachzug? Es ist mal wichtig anzuwissen. Und zweite Frage wäre, warum dauert immer noch so lang, dass zum Beispiel meine Fälle sind seit 10 Monaten hier und wir sind noch immer nicht dran gekommen beim ersten Interview. Es verursacht Stress, wir haben alle Probleme, sind alle traumatisiert. Das wäre meine Frage. Und ein kurzes Statement zu Frau Lehrerin hinten. Ja. Ich bin froh, dass Sie nicht mehr als Lehrerin arbeiten, weil ich den Namen nicht gegeben habe. Darf ich meine Antwort abgeben? Ich wollte nur sagen, dass Sie mich nicht mehr cool. Ja, passt da. Okay. Überraschung des Abends. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, vielleicht ist ja, ja, natürlich ist das wahr. Das sind jetzt die Linken, die natürlich. Es gibt ja so viele Menschen, wenn das nicht passt, muss zur Zeit vielleicht auch nein, danke, passt schon. Der Mittel ist das. Was ich sehr suchen möchte, gibt es von Ihnen einen Vorschlag? Ja, also ich will das jetzt kurz mal kommentieren. Die identitäre Bewegung hat gerade den Saal, ich will nicht sagen gestürmt, aber sie macht gerade eine Aktion. Und davor hatten sich jetzt Linke und auch der ehemalige Stadtrat Werner Miedl hingestellt und blockieren jetzt sozusagen die Grundgebung. Und jetzt sagen Sie uns einen Vorschlag, wie denn das klappen kann. Rennen Spieß um, wir sind alle ganz begeistert, Ihnen jetzt zuzuhören, wie einmal Integration funktionieren kann. Was ist Ihr Vorschlag? Geben Sie der Dame kurz das Mikrofon und dann sagen Sie uns einmal, wie es funktioniert und sagen Sie uns, an welcher Schule Sie Lehrerin waren. Nehmen wir den Spieß einmal um. Ich danke, dass ich noch einmal zum Wort kommen darf. Können wir gerne arbeiten. Darf ich eines insofern klarstellen, wenn das vielleicht sehr wohl
einen leicht aggressiven, weil ich muss wirklich meine Emotionen kontrollieren, aber ich beherrsche mich so weit, weil das, was ich heute mir von diesem Abend erhofft oder gewünscht habe, ist doch nicht so abgelaufen, wie es eben... Aber was hätten Sie gern? Jetzt erzählen Sie mal, wie eins, darf ich insofern, wenn Sie mir schon das Wort geben. Sie haben uns eine Podiumsdiskussion. Der Anteil unserer Fragen in dem Fall war sehr minimal. Das heißt, Sie sind haben... Sie sind ja nicht fertig, wir bleiben ja da. Sie können bis Mitternacht bleiben, wenn es Ihnen wichtig ist. Es ist mir schon, es ist Sie mir Sie haben sich schon angezogen. Also mir ist jetzt wichtig, zeigen Sie einen wieder. Ja, nein, das ist probieren wir es. Wo waren Sie jetzt wo waren Sie denn Lehrerin? In Wien. Aber ich meine, insofern, wir brauchen nicht jetzt in dem Fall die Diskussion darüber führen, was ich für einen Lehrer darstelle für Sie, weil ich habe den Beruf gekündigt, nicht der Kinder wegen. Im Gegenteil, ich habe mich sogar sehr, sehr wohl gefühlt in meinen Klassen und auch meine Schüler haben sich sehr wohl gefühlt. Da brauche ich von Ihnen, oder ich muss mir keine Bestätigung geben lassen. Aber was mich jetzt dann in dem Fall sehr wurmt, und die erste Kollegin, ich weiß es nicht, die gesprochen hat, ich bedauere jeden Lehrer heute, der sich wirklich, und es gibt mehr als genug, die sich engagieren und das Letzte geben in unseren Schulen. Was wäre Ihr Vorschlag jetzt? Ganz konkret. Ich habe gesagt, ich glaube, das hat jeder gehört, ich habe die erste Integrationswelle miterlebt. Als sehr wohl engagierter Lehrer. Wir bemühten uns. Aber in Wien, nicht in Graz. Genau, in Wien. Nicht in Graz. Das ist ganz wichtig, dazu bekommen. Aber die Sprachförderung hat damals auch nicht funktioniert. Und darum habe ich gesagt, es ist 30 Jahre, ist es verabsäumt worden. Und wir stehen heute vor dem gleichen Problem. Bei Integration, und ich war immer für Integration, jeder, der bereit ist, sich in Österreich wirklich unsere Traditionen, Werten und so wie wir leben, unseren Wurzeln anpassen will, der ist herzlichst gern willkommen. Aber, und jetzt kommt das Aber. Warum sprechen Sie nicht über die, und die sind leider mehrheitlich, und das gibt es genügend Realitätsverweigerer, die nicht sehen wollen, dass es Integrationsunwillige gibt, und zwar mehrheitlich. Ja, sicher gibt es die. Das Problem ist noch ein Angebot. Nicht nur, dass Ihre Freundin bei der Caritas einen Termin bekommt. Der Stadtrat Hotzine spricht mit Ihnen gern über das, was Sie einbringen. Sie wollen. Sie wollen. Ja, okay, aber Sie wollen ja noch. Sie wollen Sie einbringen. Also meine Bitte ist, Kurt Hotzine hat für Sie Zeit, damit Sie auch einmal erleben, was wir in Graz tun. Und weil heute da was gefallen ist, ist in Praxis für Frau Doktor. Ich möchte Ihnen nur sagen, alle Neunjährigen und damit auch alle Integrationskinder kommen ins Rathaus Woche für Woche. Und ich beschäftige mich mit den Kindern bis zu einer Stunde pro Woche. Und ich möchte Ihnen jetzt was sagen. Gerade die Kleinsten, die da sind, begeistern mich schwer. Dass manche Eltern mit dabei sind, die aus Ländern kommen, mit einem falschen Verständnis auch von vielen Männern etc., ist ja unbestritten. Aber ich kann Ihnen nur sagen, gerade die Integrationsklassen in Graz, die bei mir im Rathaus sind, ja, es sind so viele liebe Kinder dabei. Die kennen so gut Deutsch. Ja, jetzt kommen Sie und schauen Sie sich das mal an, bevor Sie nur wirbeln und irgendwo Transparente hinein. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, mit Transparenten und Steueraktionen wird es schwer werden, die Aufgabe zu bewältigen. Wir wollen trotzdem, Sie kommen dran, versprochen. Der Herr im blauen Hemd probiert schon seit Anfang die Frage zu stellen. Wir geben ihm jetzt die Möglichkeit und wir machen weiter mit unserer Fragestunde. Die Herren haben die Zeit genommen, 2 Stunden, um Fragen zu beantworten. Sie sind ja für Sie da, für Sie gekommen. Bitte, Ihre Frage. Mein Name ist Stefan, ich komme aus Waltendorf. Und die Herren haben eingangs in ihren Statements also berichtet über die Zuwanderung und Zahlen genannt, Integration und alles. Und das sind natürlich offizielle Zahlen, aber die inoffiziellen Zahlen sind sicher 2-3 Mal so hoch von Leuten, die da kommen und einfach untertauchen zum Beispiel. Und dann sprechen sie ununterbrochen von einer Herausforderung, die wir meistern müssen, hat uns Österreicher je wert fragt, ob wir eine Herausforderung wollen oder brauchen. Finanzieren müssen und den ganzen den Horror auch aushalten müssen. Wir sind nie gefragt worden. Und jetzt ist gleich meine Frage.
der Strafvollzug gegenüber kriminellen Ausländern. Es wird äußerst lax betrieben, nicht nur in Graz, in ganz Österreich. Es werden Bagatellstrafen gefällt, wie Anzeigen auf freiem Fuß oder bedingte Haftstrafen. Das lässt den Schluss zu, dass eine Destabilisierung des ganzen Systems absichtlich herbeigeführt werden soll, meiner Meinung nach. Und jetzt noch eine Frage, warum werden so viele Wohnsilos gebaut bei uns? Wer soll die Idee beziehen? Und warum werden nicht auch gleich im gleichen Maße Haftanstalten gebaut, die wir, glaube ich, dringend brauchen? Wenn wir schon straffälligen Ausländer nicht abgeben können, warum kann es keine Haftanstalten? Dass die wenigstens dingfest gemacht werden und von der Bevölkerung ferngehalten werden. Okay, danke für die Fragen. Wir haben jetzt in der Reihe noch die Dame, die auch schon seit einer Stunde aufzeigt, und ich verspreche schon zum dritten Mal, dass sie drankommt. Und bis das Mikrofon bei Ihnen ist, bin ich bei Ihnen. Ihre Frage bitte kurz vorstellen. Mikrofon bleibt. Guten Abend, ich bin die Doro Blanke, ich bin die Obfrau vom Verein Gib mir deine Hand, Herr Kachler, grüß Gott. Ich möchte jetzt einmal was in den Raum stellen, der Herr Nagel. Also ich möchte Ihnen gratulieren, wie Sie den Raum vertreten. Herzlichen Dank, weil das ist nicht einfach. Ja. Ich betreue seit 1,5 Monaten, seit 1,5 Jahren bin ich in der Flüchtlingsbranche tätig, mit vielen Helfern, mit unserem großen Verein. Wir haben Kindergruppen gegründet, viele Projekte. Wir machen Privatschulen, wir vermitteln Flüchtlinge auf die FH Joannemo. Und ich muss jetzt aber eines sagen, was mir sehr, sehr leid tut. Ja? Dass offensichtlich viele Bürger in unserem Land vergessen haben, dass wir auch eine Verantwortung für eine Gemeinsamkeit tragen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man immer nur sagt, was tun die Herren. Ich erwarte mir von ihnen auch viel. Ich ziehe jetzt in einem Monat nach Graz und ich würde sie gerne mal besuchen. Aber ich muss sagen, wir tragen auch eine gewisse Eigenverantwortung für unsere Gemeinschaft und ich kann diese Angstmacherei, die da gemacht wird von den Medien in Österreich, einfach nicht bestätigen. Wir betreuen 230 Flüchtlinge, war eingeladen von der Frau Regierungsrat Andrea Kahr zur Leiterinnen-Tagung der Schulen. Ich habe schon eine massive Kritik an unserer Regierung, weil die Ärzte, die Lehrer, das sehe ich alles ein, die werden allein gelassen. Ja. Aber diese ganzen Probleme auf die Flüchtlinge abzuwälzen, das tut mir menschlich leid. Ja. Und ich muss sagen, also ich lade jeden ein, wir machen in 5 Unterkünften. Ich habe 2,5 Monate täglich an der Grenze gearbeitet. Wir machen jede Woche in den 5 Unterkünften, die wir ehrenamtlich betreuen, Flüchtlingscafés. Die machen wir extra, damit die Österreicher dort die Flüchtlinge kennenlernen können. Und ich habe dort schon sehr oft beobachtet, wie Ängste abgebaut werden. Weil mich würde mal interessieren, wer hier persönlich einen Flüchtling kennt. Okay, danke. Wir haben hier noch eine Frage. Ja. Grüß Gott, mein Name ist Joachim Hurt. Ich bin Bezirksrat in Buntigam und seit Geburt in Buntigam, das möchte ich dazu sagen, also ich kenne den Bezirk, wie er gewachsen ist und welche Herausforderungen an den Bezirk herankommen. Ich habe jetzt eine Frage an den Herrn Bürgermeister, an den Herrn Mayer, an den Herrn Hofert Karcher und an den Herrn Kommandanten. Nachdem jetzt der Standort bekannt ist, wo Sie die Flüchtlinge unterbringen und die Bewerber unterbringen werden, werden wir natürlich im Bezirk mit teils berechtigten Ängsten konfrontiert werden. Ich bitte Sie, was können Sie heute vorerst einmal den Bürgerinnen und Anrainern dieses Zentrums dazu sagen, dass diese Ängste entkräftigt werden? Und an dich, Herr Bürgermeister, hätte ich eine Bitte, dass du uns im Bezirk Buntigam bei einer Bezirksversammlung unterstützt, dass wir professionelle Begleitung haben, um den Bürgern hier, die davon betroffen sind, auch etwas bieten zu können als Bezirksrat. Also auf jeden Fall möchte ich den Antrag stellen, dass wir eine Bezirksversammlung demnächst einberufen, wenn Klarheit herrscht, wie das zustande kommt, was da alles geplant ist und vielleicht, dass Sie uns jetzt darüber informieren. Dankeschön. Bitte. Burschen, kommt. Burschen. Wir wollen alles friedlich, es ist alles friedlich.
Wir wollen dafür die Bevölkerung eine Veranstaltung zu Ende bringen. Wir machen eine Frage. Das wird noch draußen in der Bar, wer wir reinkommen müssen. Okay? Passt. Ich komme nur zu Ihnen für eine Frage, dann haben wir vier Fragen, machen eine Beantwortung und dann ist, glaube ich, Zeit für ein Schlussstatement. Bitte. Giacomini, ich möchte nur fragen, warum es nicht für die Flüchtlinge, die hierher kommen, wirklich aus Kriegsgebieten, aus Syrien und so, die möchten sie ja nicht integrieren, die möchten wieder zurück, die möchten wieder aufbauen. Sollten wir für die nicht hier vielleicht Schulzentren, also Schulen machen oder Unterrichtsstunden in Arabisch, sodass die, wenn die zurückkommen, auch irgendwas können? Konstruktiver Vorschlag? Bitte. Ich muss gestehen, ich bin den Überblick verloren. Das war es, Herr Bürgermeister. Ich fange mal beim Herrn Stefan aus Waltendorf an. Lieber Herr Stefan aus Waltendorf, bevor wir jetzt gleich die Stadt mit Gefängnissen vollpflastern, möchte ich Ihnen einmal sagen, dass im Bezirk Graz-Waltendorf im Moment 37 Asylwerke sind. Nein, das tut mir leid, so wird die Welt nicht mehr funktionieren. Ich muss Ihnen das sagen, für die Welt nicht mehr funktioniert. 37 Personen, vor denen Sie anscheinend so Angst haben. Ich verstehe Ängste. Wir müssen Sicherheitskonzepte machen, Sie werden demnächst für die Parkanlagen von mir wieder verstärkt auch was hören. Aber dass wir die ganze Welt nur mehr kriminalisieren, das muss ein End haben. Und da bin ich auch denen dankbar, die heute ein paar Wortmeldungen in die Richtung abgegeben haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt komme ich zur Frage aus Buntigam. Wie kann man das den Menschen am besten erklären? Am besten laden wir die Menschen, die Sorge haben, nach Antritz ein. Weil dort haben wir eine Größenordnung von 100. Die sind im Übrigen auch in der Bundesbetreuung und endlich wird es dann de facto dort ablaufen. Das heißt, ein Beispiel Antritz, wo die große Aufregung war, wie bei mir der Raimundplatz, wo die große Aufregung war, ist nach ein paar Wochen überhaupt keine mehr. Und ich sage jetzt noch einmal, wir haben es zustande gebracht, dass wir jetzt einmal gesagt haben, das ist die Größenordnung, die wir da brauchen. Wir haben jetzt einen Platz ausgewählt, wo es nicht unmittelbar Anrainer gibt. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass Menschen, die auch nur für kurze Zeit bei uns sind, da werden auch Familien und Kinder wahrscheinlich dabei sein, ja, dass die auch eine Umgebung vorfinden, wo sie vielleicht einmal nur auf einer Wiese laufen können, wo vielleicht irgendwo doch noch einmal ein Spielplatz oder was erreichbar ist, bis sie woanders wieder weiter umgesiedelt werden. Das heißt, es unterscheidet sich ein bisschen von anderen Einrichtungen, weil weiter verteilt werden wird, weil das eine Institution des Innenministeriums ist, aber ganz klaren Spielregeln, wenn du auch wieder zu Hause zu sein hast. Also wenn ich so sagen darf, dass es noch wird strenger gehandhabt als das, was wir sonst haben, wenn das normal in den Bezirken aufgeteilt wird. Ich möchte ein ganz wichtiges Thema von Ihnen aufgreifen, die Mehrsprachigkeit. Es ist so, dass zu hoffen bleibt, dass irgendwann dieser grausame Krieg in Syrien ein Ende hat. Wenn du dir das anschaust, was dort alles kaputt ist, frage ich mich sowieso, wie lange es dauern wird, bis das aufgebaut wird. Die Zweisprachigkeit ist eine Notwendigkeit, um auch Deutsch zu erlernen, auch in der Muttersprache. Wir sind noch nicht darauf eingestellt, dass wir Arabisch unterrichten können in dem Ausmaß, wie du es brauchst. Aber aus der Bosnien-Krise, aus dem Jugoslawien-Krieg, kann ich Ihnen nur sagen, es hat sich später für unsere Gesellschaft wahnsinnig bewährt, dass die ganzen jungen Bosnierinnen und Bosnier oder andere jugoslawische Staaten, die bei uns dann gelandet sind, in ihrer Muttersprache gut weiter unterrichtet wurden und dass wir sie heute einsetzen können auf einem Weltmarkt, weil sie die Kultur und die Sprache dieser Länder beherrschen und es auch für uns wieder wirtschaftlich nicht uninteressant ist, dass diese dann gut ausgebildeten Personen, wir haben viele Magister, Doktoren etc. auch darunter beidsprachig sind. Im arabischen Bereich tun wir uns ein bisschen schwerer, das ist eine komplett neue Herausforderung. Was die Parkanlagen anbelangt, möchte ich auch den Damen und Herren, die besonders kritisch sind, heute auch sagen, dass ich jetzt endlich darauf hoffe, dass das Justizministerium ein bisschen umstellt. Im Moment ist es so, dass diese Drogen, Anführungszeichen,
Haschisch und Marihuana de facto freigegeben sind und dass die Polizisten früher mal noch eine Anzeige gemacht haben. Heute müssen sie es nur mit dem Gesundheitsamt melden und da bereitet Innenministerium und Justizministerium eine Gesetzesänderung vor, dass das Handeln im öffentlichen Raum da doch wieder strafbar wird, stand in den Zeitungen. Ich hoffe, dass das bald kommt. Dann nimmt diese Unsicherheit auch wieder ab und für die Parkanlagen werden wir, wie gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen auch noch verstärken. Das war jetzt einmal schnell ein paar Antworten, die in den letzten Fragen haben wir gestellt. Ich darf kurz zur Fragestellungsstrategie Familiennachzug bei unbegleiteten Minderjährigen kommen. Die Bundesregierung hat hier oder versucht hier den Familiennachzug deutlich zu erschweren, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben im letzten halben Jahr registriert, dass die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen massiv steigt. Und wir wissen auch aufgrund der Befragungen, dass sehr viele dieser unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen vorgeschickt worden sind von ihren Familien, um hier Asyl zu bekommen, um dann im Nachzug die Familie entsprechend unterzubringen. Wir sind hier massiv bemüht, das einzuschränken, und zwar nicht so sehr, um jetzt das Recht auf Asyl einzuschränken, sondern einfach, um zu verhindern, dass teilweise 10, 12, 14, 16-Jährige auf die Reise geschickt werden, um die Familie dann mehr oder weniger nachholen zu können. Wie schaut es aus? Warum dauert das Asylverfahren so lange? Wir waren bis letztes Jahr mit Antragszahlen um die 30.000 konfrontiert, 28.000 waren es 2014. Natürlich war keine Behörde darauf vorbereitet, dass sich die Zahl plötzlich vervielfacht. Wir hatten 90.000 Anträge. Das dauert eine gewisse Zeit, die abzuarbeiten. Das Bundesamt für bekommt neue Mitarbeiter. Die müssen allerdings erst geschult werden. Und wenn die fertig sind, dann werden wir auch hier in den Bearbeitungszeiten deutlich schneller. Okay. Also zu allen fleißigen Transparenthaltern und Persönlichkeiten, die davor stehen, das wird blutleere Arme ergeben. Jetzt brauchen wir das Blut in den Köpfen. Vielleicht lassen wir die Aktion. Die Fotos haben wir längst, setzt euch wieder nieder. Es ist auch möglich, aber ihr könnt es gerne absehen. Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht setzen Sie sich auf die vom Plakat wieder hin. Ihr habt das Foto, das ihr haben wolltet, würde ich einmal vorschlagen. Es wird auf Dauer sonst eine ziemlich blutleere Angelegenheit in den Armen. Aber vielleicht macht ihr das gemeinsam. Ihr habt das Bild, das ihr, glaube ich, haben wolltet. Oder wollt ihr stehen bleiben? Ihr bleibt stehen. Gut. Ich möchte Kollegen Schreicher antworten, ganz kurz. Wir haben ja schon gesagt, dass die steirische Landespolitik das Ziel verfolgt, keine Quartiere zu haben, damit wir die Großen nicht haben. Also wird es unsere Aufgabe sein, damit wir die Großen wegbekommen, viele kleine Quartiere wieder zu bekommen. Und das wird eine Aufgabe sein, die uns in der nächsten Zeit wirklich sehr, sehr herausfordern wird. Eine Verharmlosungsdebatte hat hier stattgefunden. Und wenn man sich vor Augen führt, dass bei diesen Massenzuschreiben der Asylanten, die wir dass man den Ausdruck links, Flüchtlinge in den Brennpunkt stellen muss, den Kriege in dem Erdteil Afrika, was hier stattfindet, veranlasst eine Massenzahl an wartenden Flüchtlingen, wo man von Millionen spricht, die dann nach Europa strömen. Welche Maßnahmen gedenkt man dann hier zu setzen? Da gibt es eine vielleicht ganz wichtige Antwort drauf, die ich Ihnen weitergeben möchte, weil Sie ein fast 90-jähriger Herr mir vor ungefähr eineinhalb Jahren als Idee gebracht hat. Ja? Dieser Mann kam zu mir, er war in Graz ein Dentist und hat mir ein Büchlein gebracht. Ich erzähle die Geschichte ganz gerne. Er hat gesagt, ich werde bald sterben und ich überlege mir, wer welches Buch bekommt. Und Herr Bürgermeister, ich bringe dir dieses kleine Büchlein. Da habe ich gesagt, was ist das für ein Buch? Er hat dann gesagt, das ist die Rede von Robert Schumann, dem französischen Außenminister aus den Jahren 1950 bei der Begründung der europäischen Idee. Damals noch Erz-Kohle-Stahl-Union. Sie werden das alles noch auch kennen. Und in diesem Büchlein steht drinnen, wenn diese Europäische Union
ihren Wohlstand dann mit der, auch die Produktion mit der ganzen Welt teilen wird, weil er glaubt daran, dass Europa Wissenschaft, Forschung gut betreiben wird, dann werden wir uns der wichtigsten Aufgabe endlich zuwenden müssen, und das ist die partnerschaftliche Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Und es haben alle Supermächte und auch Europa diesen afrikanischen Kontinent bis zum heutigen Tag nur benutzt, ausgebeutet, Waffen geliefert etc. Und das ist das, was wir zu bedienen haben. Meine Damen und Herren, das ist das, was wir zu bedienen haben. Da drüben haben wir einen Klimawandel, du hast kein Wasser mehr, du hast nichts mehr zum Essen, du hast keine Zukunftsaussicht, du hast nichts mehr, du wirst mit Leib und Leben bedroht. Und deswegen machen sich diese Menschen auf und sie wollen dorthin, wo es Menschen so gut geht, wie es uns geht. Wir sind ja ein undankbarer Haufen, zum Teil in Österreich, das ist unglaublich. Wir müssen ja dankbar sein, hier leben zu dürfen. Das ist so wichtig. Und eines, und da bin ich bei Ihnen, wir in Österreich werden diese Millionen nicht aufnehmen können. Jetzt hat sogar die Republik endlich gesagt, es sind ungefähr 100.000 Menschen. Und Sie müssen wissen, wer bei uns in Österreich in den letzten 10 Jahren um Asyl angesucht hat, davon sind 38% ungefähr da geblieben. Und die Hälfte davon ist auch nach Wien weitergegangen, damit Sie das auch einmal hören. Weil in Wien noch mehr Chancen und noch bessere Bedingungen vorzufinden sind in puncto Job und Wohnung. Ja, aber das ist ganz eine wichtige Kennziffer. Und wenn Sie sagen, vielleicht kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, ich will sie nur nicht haben. Ich mag de facto seriöse und sachliche Arbeit. Ich bin als Bürgermeister nicht hauptverantwortlich dafür, was auf der Welt geht. Ich habe mich eingebracht seit 2 Jahrzehnten mit Lisa Rücker, mit Kurt Hohnzinger, mit vielen Bezirks- und Gemeinderäten, die heute da sind, weil wir das Stück Welt zumindest hier bei uns vor Ort besser machen wollen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ehrlich drüber debattieren. Jede Sorge, die Sie haben, ist auch keine Sorge. Jeder Zwischenfall am Schlossberg, wo Menschen geprügelt oder auspeitscht werden, das tut mir in der Seele weh. Das tut mir in der Seele weh. Wir müssen da anders schaffen auf der Welt. Aber wir können da nicht hergehen und ununterbrochen sagen, so, die einen sind schwarz, die anderen sind weiß und dann geht es dahin. Jetzt haben wir endlich eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms. Ich hoffe, dass Europa endlich solidarisch wird. Sonst ist Europa für mich auch traurig und nicht das, was ich mir erwartet habe. Haben wir alles nicht. Und das will ich Ihnen heute so gern mitgeben. Sie sind auch jemand, der so wie ich schon graue Haare hat. Wie sollen denn die Kinder, die bei uns aufwachsen, die jetzt 15 Jahre alt sind, die haben das 9. Jahr, lesen die nur mehr Kriege, Krisen, Weltuntergang. Wie soll die zuversichtlich sein? Ich bin jede Woche bei den 100-Jährigen, die bauen mich auf. Die 100-Jährigen bauen mich auf, die haben echte Krisen gehabt. Die sagen manchmal, was haben sie jetzt gesagt, die sollen endlich sterben? Nein, weil sie endlich sterben dürfen. Nein, die sind zuversichtlich, glauben Sie mir das. Die haben Dinge erlebt, das können Sie sich nicht einmal vorstellen. Ja, ich auch, Gott sei Dank, muss es mir nur anhören. Aber die bleibt zuversichtlich. Herr Bürgermeister, wir haben noch eine letzte Frage. Ich habe an den Stadtrat Hohnzinger. Bitte. Mein Name ist Kurt Seipel, ich wurde vorher erwähnt. Vielen Dank, Kurt Hohnzinger. Ich möchte 2 Sätze ganz allgemein sagen. Meine Damen und Herren, hören wir auf, uns gegenseitig zu beflehen. Sie haben jetzt Dinge erzählt, die schlimm waren, die Flüchtlinge gemacht haben. Ich kann Ihnen Dinge sagen, ich wurde persönlich bedroht, weil ich mich für Flüchtlinge engagiere. Mir wurde eine Morddrohung zugeschickt. Mir wurde zugeschickt, dass ich verschwinden soll. Mir wurde persönlich an den Kragen gegriffen und gesagt, du gehörst so. Das ist ein Klima, das wir in diesem Land nicht brauchen. Was ich denke, wir sollten schon auch über diese vielen positiven Dinge reden. Wir reden immer nur, die sind kriminell und. Aber es gibt so viele, die positiv sind. Es gibt aber bei uns genauso viele Leute, die grenzdeckend sind. Das muss man einfach mal so formulieren. Und darum. Ich bin stolz darauf, den Menschenrechtspreis gekriegt zu haben, weil bei mir im Vordergrund der Mensch steht, egal woher er kommt, wer er ist.
und was er hat. Um das geht's nicht. Um das geht es. Und meine Herren von den Identitären. Ich würde jetzt bitten, den Herrn Bürgermeister die Veranstaltung. Zur Erklärung, 20.30 Uhr. Meine geschätzten Damen und Herren, wir laufen ja auch nicht weg. Wir bleiben jetzt auch noch da, wenn jemand noch einen Informationswunsch hat. Ich habe zu Beginn gesagt, es braucht drei Dinge. Ja? Und eine davon ist Information. Wir haben heute einmal versucht, Informationen zu geben. Sie sollen auch sehen, in wie vielen Bereichen wir daran arbeiten, dass die Situation besser wird. Etwas, was ein neues Problem aufschlägt in einer gewaltigen Dimension, kann nicht in zwei Minuten wieder erledigt sein. Deswegen habe ich den Bogen sehr weit gespannt und auch die Frage beantwortet, wie das in Afrika weitergehen soll. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir bleiben jetzt noch da. Ich danke Ihnen heute noch einmal die große Aufregung jetzt einmal Jacomini und Andritz ist, glaube ich, auch einmal beantwortet worden, was wichtig ist. Wir wissen, dass wir momentan ausgemacht haben, dass es ungefähr 3000 Personen in Graz sind, um die wir uns zu kümmern haben. Wir sind täglich nicht nur die 312.000 Bewohnerinnen, sondern wir sind in Graz jeden Tag 450.000 Tagesanwesende. Und die mögen sich jetzt möglichst einbringen, dass das Zusammenleben mit den 3000, die jetzt zu uns einmal gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, viele davon auch wirklich aufgrund von Verfolgung, viele auch wahrscheinlich nur, weil sie sich erträumen, ein besseres Leben zu haben, als das, das sie bisher gehabt haben, dass wir da weiter miteinander arbeiten, so wie wir das in Europa gewohnt sind, weil von solchen Konfliktsituationen, wie wir sie da zum Teil auch provozieren, da ist niemandem geholfen. Ich danke den Herren am Podium, die im Übrigen viel zu tun hatten im letzten Jahr schon und auch viel zu tun haben werden. Und wenn Sie Fragen haben, bitte auch an die Stadt wenden, auch an uns. Und wer heute noch was wissen will, wir bleiben noch da. Schönen Abend, danke fürs Kommen.